Und Toadette. Jawohl. So. Das war komisch. Das war komisch. Ein kleiner Blackout. 3, 2, 1, go. Ja, kann mal passieren. Sollte nur nicht zu oft passieren. Mehr Glück beim nächsten Run. Danke. So. Aber ich war eh nicht ganz zufrieden. So, oder? War ja doch eigentlich. Eigentlich hat das gepasst. Ansonsten. Oh Gott. Aber das war super komisch. Das war super komisch. Das war's komplett. Ja. Also, mehr Resets wird's auch nicht geben. Jawohl. Das war ultra komisch. Aber gut. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Mehr als hoffen kann ich nicht. Viel Glück. Danke. So, let's go. So, perfekt. Perfekt. Das war doch irgendwie lustig, oder? Dieser Fail. Oh Gott. Auf jeden Fall super, super komisch. Wieder da, Morgenstern. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Willkommen an alle. Oh mein Gott. Ich bin kurz essen und auf einmal machst du noch einen Run. Also doch, ein Run dauert keine 4 Stunden. Und sollte jetzt nochmal so ein ganz grober Schnitzer passieren, dann weiß ich auch nicht. Dann beende ich wahrscheinlich auch den Stream. Ah, keine Ahnung. Musste von vorne starten. Ich hätte auch weitermachen können, aber dann hätte ich halt 30 Sekunden ungefähr total sinnfrei verloren. Und nee, das will ich dann auch nicht. Also wenn ich Zeit verliere, dann nur durch einen Tod. Oder weiß ich nicht, durch irgendwas anderes, aber nicht durch sowas. Nicht durch so einen Denkfehler. Nope. Und jetzt an den Koopa denken. Jetzt an den Koopa denken für die zweite Starcoin. Genau, das ist ganz wichtig. So, perfekt. Perfekt, perfekt. Jawohl. Ich glaube, ich muss meine Heizung aber runterdrehen. Ich glaube, das mache ich, weil es ist sehr warm geworden in meiner Wohnung. Und Daniels LP-Welt. Okay. Willkommen im Stream. Danke dir für ein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Yo, was geht? Willkommen. Willkommen. Hier geht der geile Speedrun ab. Und, okay, passt. Sehr gut. Sehr gut. Und willkommen, Arze. So, perfekt. Nice, das war gut. Das war gut und jetzt wieder nach links. Jetzt direkt wieder nach links. Und sogar instant. Oh ja, sehr gut. Sehr gut. Ah, also ich bin jetzt aufgewärmt. Ich bin jetzt aufgewärmt. Immer noch kein Ton. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, aber ich höre ja die Sounds. So. Und das ist ja im Endeffekt das, was dann zählt. Ups, okay. So, ich warte jetzt nicht auf die 77. Nee, da war ich zu gut in diesem Level. Aber ich gehe kurz die Heizung runterdrehen. Kleines bisschen. Perfekt. Perfekt. Sehr gut. Warum 100%? Weil heute 100% Time ist. Sehr gut. So. Und Pierre? Ja, okay. Er korrigiert sich noch. Er schreibt Scheiße und korrigiert sich dann noch. Aber das hat YouTube automatisch zurückgehalten. Und... Alles klar. Ich kommentiere das nicht weiter. Sehr gut. Und Cherry, bist du Frasi? Wenn ja, du weißt Bescheid, dass du dir gleich wieder einen neuen Account erstellen musst. Oh Gott. Machst du nochmal einen Speedrun? Ja. Heute der große NSMPU-Day. Jawohl.
So, sehr gut. Die Vermutung habe ich auch. Ja, also gerade wenn Penetrant nach der Facecam gefragt wird, dann ist das meistens so. Okay. Elefantenkacker, willkommen. Willkommen im Stream. Wer spielt das denn noch, WTF? Das ist die Deluxe-Version. Ich hab nach wie vor gespielt. Sonntag redet. Ja. Das freut mich. So. Sehr nice. Sehr gut. Ah, ich komme leider nicht bei der 23 raus. Ah, egal. Das passt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Arthur, willkommen. Willkommen im Stream. Schon hyped auf Mario Maker 2. Ja. Das bin ich. 824 Likes. Okay. Was? Ich liebe das Spiel. Ich auch. Ich auch, Leute. GTX Gamer, willkommen. Florian, willkommen. Willkommen an alle. Ich liebe das Spiel, ja. Gerade wenn man speedrunnt. Richtig cool. Aber man muss viel trainieren. Man muss auch viel trainieren. So. New Super Mario Bros. Nee, noch nicht. Aber vielleicht irgendwann mal. Kann jetzt auch endlich mal Odyssey spielen. Nice. Nice, nice, nice. Spielst du mal Abkürzungen? Ich mach die 100% und alle Abkürzungen, die es da gibt und die ich kenne, die nutze ich natürlich auch. Ja, klar. Und Odyssey ist ein richtig gutes Spiel. Jawohl. Und das ist nice. Und alles Gute nachträglich übrigens. Genau. Ich hoffe, du hattest gestern einen schönen Geburtstag. Aber wenn du eine Switch bekommst, dann... dann ist die Antwort wahrscheinlich ja. Sehr gut. So, perfekt. So, rein mit dir. Perfekt. Ich wünsche mir eine Switch, aber ich krieg keine. Oh. Das ist dann natürlich blöd. So, perfekt. Wir spielen Mario Kart. Willst du mitfahren? Mit Nico, Emmy und später Bio. Ja, vielleicht komme ich später dazu. Vielleicht komme ich später dazu. Und hier hätte ich eigentlich rutschen können. Okay, egal. Passt schon. So, perfekt. Perfekt. Nächste Spende für Rio. Okay. Warum sieht das so leicht aus? Das ist gar nicht mal so leicht. Also, auf diesem Level zu spielen, das ist nicht so leicht. Da braucht man schon viel Übung. Und, ja, viel Willen. Viel großes Durchhaltevermögen. Und dann schafft man das auch. Aber das Level hier, das ist eines der leichteren gewesen, ja. Was gut ist, wenn ihr trainiert, könnt ihr quasi auch das mit meinen Zeiten vergleichen, die ich hier so in den Leveln zustande bekomme. Jawohl. Man kann sein Tablet mitnehmen, okay. Alles klar, Vio. Kein Stress. Kein Stress. Kann ich irgendwann... Oh Gott. Die Nachricht war zu lang. Ah, die ging ja nicht an mich. Von da war's das. Sehr gut. Und jetzt. Jetzt den Secret Exit holen und dann den normalen Exit. Und
Das sollte ich hinkriegen, hoffentlich. Und hier direkt hoch. Ja, perfekt, perfekt. Nice. Bin noch mal eine Minute weg. Alles klar. Wo ist die dritte Starcoin? Ja, okay. Boah, ich muss mir eigentlich immer, bevor ich das Level betrete, kurz Gedanken um die Starcoins machen, wo die sind und so weiter. So, jetzt der Secret Exit. Perfekt. Perfekt, perfekt. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Spielt man auf der Wii, war 2 Stunden 34. Meinst du auf der Wii U? Oder reden wir vom gleichen Spiel überhaupt? Das ist die Frage. Also Mario Bros. Wii und Mario Bros. Wii U, das sind schon andere Spiele. Mario Bros. U, ohne die Wii. Genau. Ich spiele auch Mario und verzweifle, wenn ich alleine spiele. Okay. Okay. Und Schildklette 84, willkommen im Stream. Willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Das Level ist dir gut gelungen, ja. Aber es ist noch nicht vorbei. Jetzt fehlt noch der normale Exit, aber den sollte ich eigentlich gut können. Eigentlich. Weil eine Stelle ist ein bisschen komisch. Und zwar die, die jetzt kommt. Und wobei, ja, nö, passt. Passt eigentlich. Das passt eigentlich sehr gut. Sehr gut. So, ich hab mal was probiert jetzt. Ah, okay. Ich sollte nichts probieren während eines Runs. Das sollte ich nicht tun. So, perfekt. Du kommst später hinzu. Ah, fuck, Toad. Okay, egal. Ah, das musste ja kommen. Ich musste das riskieren. Ich wollte das riskieren. Scheiße. Egal. Passt. Spielst du auch die Sternenlevel? Ja. Also die 100%. Da gehört alles dazu. Und dann krieg ich nur so einen lächerlichen Pilz. Den kann ich in die Tonne kloppen, diesen Pilz. Scheiße. Was ist deine Bestzeit? Die steht im Titel des Streams. Die steht auf Livesplit. Die steht oben im Streamlayout. Die steht überall. Die steht überall. Oh, das ärgert mich. Das ärgert mich gerade. So ein bisschen. Aber egal. Das passt schon. So, let's go. Let's go, let's do this. Oh, yeah. Hol mir dich, Mopsy. Ich zocke immer noch Tropical Freeze. Ich sag nur 200% Modus. Der ist nicht leicht. Der ist nicht leicht. Mit einem Herz. Ja, da muss man auch die Level schon relativ gut beherrschen. So. Und wenn man den Modus schafft auf 200%, dann kann man da theoretisch sogar schon fast Speedruns machen, weil dann kennt man das Level, dann kennt man eigentlich die ganzen Level schon fast auswendig und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um vielleicht auch in einen Speedrun da einzusteigen. Und Donkey Kong Tropical Freeze ist auch auf Speedrunning ausgelegt. Und von daher, vielleicht ist das irgendwann mal ein Speedrun-Game für dich. Wenn du Bock hast auf Speedruns, natürlich. Genau, ich bin der Rekordhalter seit heute. Genau, den Run habe ich vorhin gemacht. Und das war ein cooler Run. Bis auf so zwei, drei Dinge, die nicht hätten sein müssen. Die aber passiert sind. So, und hier hole ich mir eine Ersatzeichel. So, perfekt. Perfekt. Nicht safe. So, Touch, gib mir die Eichel und dann verschwinde wieder. Der ist nur für die Eicheln gut. Sticks, dass die Sticks, ohne dass ich was mache, nach oben oder unten lenke. Versuch die mal neu zu kalibrieren. Das kann man ja auch auf der Switch machen. Dann geht's vielleicht wieder.
Und ich glaube, das geht bei den Systemeinstellungen irgendwo. Jawohl. Hab schon mal von dir ein bisschen gehört. Ich glaube, Domtenno hat dich immer extrem wieder abgefeiert. Das kann sein, dass da mal was war. Und herzlich willkommen. Genau. Das freut mich, dass du hierher gefunden hast. So. Okay. Okay. Oh mein Gott. Diese Gegner hier. So. Ups. Okay, komm. Komm. Los geht's. Ah, fuck. Okay, egal. Passt schon. So, 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Okay, 542, das ist auch noch gut. Perfekt, perfekt. Und wie lange streamst du schon? Seit 10 Uhr. Das ist jetzt quasi der zweite Run. Jawohl. So, perfekt. Perfekt. Ich hab mal versucht, NSNB zu speedrunnen. Ich hab es immer noch nicht komplett gespeedrunnt. Mal sehen, ob ich das mal machen werde. Okay. Ja, also Mario Bros. Eignet sich eigentlich wirklich immer gut zum Einstieg. Also zumindest Mario Bros. U. Wie es jetzt mit den anderen Mario Bros. Ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das hier eignet sich, denke ich, ganz gut. Wie alt bist du? Ich bin 28. Aber ich fühle mich nicht so alt. Ich fühle mich wie 20. Jawohl. So. Dann schauen wir mal. Starcoin 1. Perfekt. Okay. Perfekt. So. So, perfekt. Game Master. Ich laufe den YouTube-Trends nicht hinterher. Und die YouTube-Trends, die interessieren mich in der Regel auch nicht. Und von daher halte ich davon nichts. So. Ups. Okay. Und bin jetzt mal hier so ein bisschen. Wow. Ein bisschen flotter unterwegs. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Jawohl. Antonio, willkommen. Willkommen im Stream. Und willkommen an alle. Was ist dein Lieblings-Mario-Game? Mario Maker. Und ansonsten Mario 64. Und das hier aktuell ist sehr gut am Start. Und Odyssey. Ja. Aber grundsätzlich mag ich fast alle Mario-Games. Und gut, dass ich Pause gedrückt habe. Sonst wäre ich, glaube ich, bei der 22 reingecrashed. In die 22. Ruhig das Stream, ja. Flash-Spieler, willkommen. Willkommen im Stream. NSMB eignet sich sehr gut zum Speedrun und man kann es auch ohne Power-Ups in 20 oder weniger Minuten schaffen. Weniger als 20 Minuten, okay. Ja, das ist ordentlich. Kann's auch gar nicht mehr erwarten auf Mario Maker 2. Ja. Und, oh, hier habe ich meine Eichel einmal verloren. Das heißt, hier kann ich jetzt quasi wieder einen Fehler gut machen. Den ich im letzten Run begangen habe. Und Toadette, streng dich an. Streng dich an, Toadette. Und das war komisch. What the fuck? What the fuck? Okay. Ja, so viel zum Gutmachen. So viel zum Gutmachen. Egal. Passt. Passt. Aber willkommen. Willkommen im Stream. Ups. Okay. Ja, jetzt brauche ich. Ja, jetzt muss ich wieder meine Ersatzeichel nutzen. Scheiße. Ah, Mist. Jetzt hätte ich mir eine Eichel sparen können. Aber ja, jetzt nutze ich sie wieder. So. Ah, ist nicht so wild. Ist nicht so schlimm. Es passt. Und Nico X2, willkommen. Willkommen im Stream.
Und das Strand Germany, willkommen zurück. Jawohl. Und jetzt haben wir noch zwei Level, ne? Zwei Level. Okay. Das kriegen wir hin. Rote Haare, willkommen. Willkommen im Stream. So, Baby Yoshi brauchen wir nicht. Aber die Eichel. Und jetzt ist immer der Pilz da ganz vorne drin. Scheiße. Bin feuerfeucht. Hi, willkommen. Das ist ein lustiger Name. Oh Gott. Okay. Gut, passt. Sehr gut. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist zwar ärgerlich, dass ich jetzt hier so eine Ersatzeichel nehmen muss, aber das ist halb so wild. Und ich weiß nicht, ob das klappt. Aber es klappt! Oh, okay. Sehr gut. Sehr gut und ja. Jetzt habe ich ein bisschen Angst bezüglich Schnapszahlen. Verdammt. Aber das war ein gutes Level. Und scheiße, die Kohlensäure von meinem Getränk ging auf meine Brille über. Ich hasse es. Egal. Egal. Passt schon. So, Lemmy. Let's go. So, let's go. Perfekt. Wo ist die zweite Starcoin? Okay, die kommt gleich. Oh Gott! Ich muss mir eigentlich immer, bevor ich das Level betrete, wirklich die Gedanken machen, wo sind die Starcoins? Ich muss mich eigentlich dazu zwingen. Ansonsten kann das zu Problemen führen. So, das war gut. Das war gut. Hast du nochmal neu angefangen? Ja. So. Okay. Perfekt. Und Gioli, willkommen. So. Sehr gut. Und dann fighten wir mal gegen den guten Lemmy. Ich werde nebenbei jetzt MSMB üben, damit ich das vielleicht komplett speedrunne. Das ist eine gute Idee. Wenn man die Möglichkeit hat, dann passt das. Und ach nee, den bannen wir direkt weg. So, Slux, willkommen! Willkommen im Stream. Okay. Das war komisch. Das war komisch. Und Slux, danke dir für dein Abo und willkommen. Willkommen auf dem Kanal. Willkommen in der Blue Crew. Und willkommen im Stream. Lieblings-Koopa. Vielleicht Ludwig. Aber ich habe in dem Sinne jetzt kein Lieblings-Koopa. Genau. Wieso nicht Fortnite? Weil Fortnite mich nicht juckt. Fortnite interessiert mich nicht. Julian Raab, auch dir danke ich für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal, willkommen im Stream und willkommen in der Blue Crew. Jawohl. Assassin's Creed, interessiert mich eigentlich nicht. Nope. Gaming Star, willkommen. Bin neu hier, ist cool. Das freut mich. Und nice. Okay. Cube Master, willkommen. Willkommen im Stream. Endlich ein Gamer, der Fortnite auch interessant findet. Ja. Also hauptsächlich wegen der Community tatsächlich. Weil die Community. Nee. Die will man nicht haben. Um das vorsichtig auszudrücken. Aber ich glaube, die sich gut benehmen können in Fortnite, die wissen über diese Thematik Bescheid. Genau. So. Und ich muss gleich nach oben. Genau, habe ich hier nicht auch meine Eichel verloren? Hier habe ich doch auch eine Eichel verloren, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Und, whoops. So. Perfekt. Und Niloris, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf Kanal. Willkommen in der Blue Crew. Und willkommen im Stream.
So, perfekt. Ja, hier hab ich ganz lächerlich meine Eichel verloren, ne? Jawohl. Das heißt, ich bin jetzt quasi wieder eine Eichel im Plus. Aber eventuell gehe ich doch auf trotzdem noch eine weitere Bonus-Eichel. Mal schauen. Okay, Monkey, ich grüße dich. Jetzt will ich auch den Euro sehen. Wenn du es nicht machst, bist du ein Unehrenmann. Genau. So. Dum, dum, dum. Let's go. Du machst den besten Streams. Mach weiter so. Danke, Kian. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob der Euro kommt von Monkey oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er ein Unehrenmann. So. Wow, wow, wow. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Fuck! Okay. Fuck, 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 fuck. Okay, egal. Hoch mit dir. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Mikachu, willkommen. Willkommen im Stream. Dum, dum, whoops. Und Yoshi. Yoshi. Oh Gott. Verdammt. Wie heißt du? Ich heiße Andreas. Oh, fuck. Okay. So. Ja, gut. Ohne Yoshi, machen wir das. 12-Stunden-Stream incoming. Nee, ist nicht geplant. 12 Stunden ist nicht geplant, Leute. Oh Gott. Matze, willkommen. Willkommen im Stream. Und willkommen an alle, die da sind. So, perfekt. Ich heiße André. Okay. Geplant ist er nicht. So, 30, perfekt. Sehr gut. Und es läuft eigentlich ganz gut. Und wir sind eine Eichel im Plus. Und Abwasserkanal, willkommen. Willkommen im Stream. Und ich habe, glaube ich, Bum Bum vorher gemacht. Oh crap. Aber ich hoffe, ich komme jetzt hier ohne Schaden raus. Und Leute, ich grüße niemanden auf Anfrage, von daher lasst das bitte. Lasst das bitte sein. So. Oh mein Gott. Hallo, Toadette? Alles klar, Toadette? Heilige Scheiße. Okay. Okay. Oh, jetzt ist das wahrscheinlich hier so ein bisschen verschoben, oder? Oder nicht? Ah, scheiße. Egal. Ah, okay. Gut. Alles gut. Alles gut. Oh mein Gott. So. Ups. Perfekt. Perfekt. Das war gerade super komisch. Aber egal. Das passt schon. Und ich kann fliegen, ich kann fliegen. So. Okay. Okay. So, Yoshi-Wurf. Vielleicht klappt er ja jetzt. Das wäre super. Okay. Jetzt hat er geklappt, der Yoshi-Wurf. Sehr gut. 840 Likes. Das ist heftig. Und okay. Nice. Danke an jeden. Danke an jeden. Daumen hochgeber. Jawohl. Und das war gut. Das war ein gutes Level. Perfekt. Komm, bei Iggy nicht klar. Und du schaffst das alles ganz locker. Aber es ist halt Übung. Ist Übungssache. Respekt, dass du überhaupt die Motivation hast, nochmal neu anzufangen. Naja, wenn man die letzten 3 Tage etwa 20 Stunden geübt hat, ungefähr, in Summe. Dann will man da auch schon ein bisschen spielen dann. Und Clays, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen in der Blue Crew. Und willkommen auf dem Kanal. Und schön, dass du da bist. Nice, nice. Alles klar, Ronald. Bis dann. Und danke fürs dabei sein. Oh Gott, jetzt habe ich auch mal was probiert. Oh Gott. So. Toadette. So. Hoch mit dir.
So, sehr gut. Okay, gut, passt. Passt. So. So, ich glaube, hier habe ich auch ein bisschen gestruggelt. Aber das passt jetzt sehr gut, ja. Das ist nice. So, perfekt. So, ich merke jetzt auch immer die Unterschiede zu meinem letzten Run so ein bisschen. Ich glaube, das hier hat auch nicht im First Try funktioniert. Aber diesmal scheint das gut zu klappen. Nice. So. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Egal. Andy war leer. Okay. Dann willkommen zurück. So, ups. Okay. Deathwatch, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Willkommen in der Blue Crew und willkommen im Stream. Und das traue ich mich mittlerweile mit dem Knochentrocken. Jawohl. Das war nice. Das war ein sehr guter Tower. Jawohl. Timebreaker, wenn es sogar im Chat steht, die Antwort. Ich weiß nicht, was du dann noch willst. Oh Gott. Ah! Hast du den Euro bekommen? Nee. Aber wusste ich auch schon vorher, dass das nichts ist. Dass der Typ ein Unehrenmann ist, ne? Unehrenmann. Oh Gott. Wird das nicht langweilig? Nein. Also dieses Spiel wird nie langweilig. Nope. Wie viele Jahre spielst du mal, Deluxe? Was ist das für eine Frage? Also, wenn du wenigstens nach den Stunden fragen würdest, okay, aber nach Jahren? Das Spiel existiert noch nicht mal ein Jahr. Das ist ein bisschen eine etwas komische Frage. Eine nervige. Nee, in dem Fall ist es eine lustige. Okay. Wo kommt der Follow? Aus meinem Training. Und okay. Ja, die Eichel flüchtet vor mir, aber ich glaube, ich krieg keinen Feuerbruderkampf. Oder doch? Nee. Okay, gut, cool. Coole Sache, kein Feuerbruderkampf. Sehr schön und auch kein Gummakampf. Nice. Er stellt sie 1000 Mal. Ach so, ja, wenn das so ist, dann lass das bitte. Den lässt es bitte. Oh mein Gott. Okay, gut. Ich habe mich zum Glück noch gut retten können. Okay. Gut. Wollte eigentlich zumindest einen von denen umbringen, aber dann eben nicht. Dann bringe ich eben keinen um. Sehr gut. Bist du gut in der Zeit? Ja. So, oh mein Gott. Perfekt. Ich bin doch immer gut in der Zeit. Ich bin jetzt aufgewärmt quasi. Jawohl. Komm, das nicht mit hin mit dem Verifizieren. Einfach deine Handynummer bestätigen. Also gut, ja. Also, keine Ahnung. Du gibst deine Handynummer an. Und dann klickst du auf Code senden. Und dann musst du den Code, den du gesendet bekommen hast, da eingeben. Und dann sollte dein Account bestätigt sein. Okay, Leute. Jetzt wird's heftig. Das wird heftig. Und wenn's aktuell nicht klappt, dann klappt das eventuell ein bisschen später. Eventuell hat Discord vielleicht auch ein Problem. Das kann auch sein. So, den Akito bringen wir um. Boah, den müssen wir eigentlich nicht umbringen, aber... Das ist ein gutes Gefühl, Akitos hier umzubringen in diesem Game. So, und den bringen wir auch um. Sehr schön. Sehr schön, nice. Alles klar, Leon. Mach's gut. Und danke fürs dabei sein. Wieso hast du mit dem Speedrun begonnen? Weil es Spaß macht.
Es macht Spaß, sich immer wieder selbst herauszufordern. Und das war knapp. Da muss man eigentlich bei der Palme auf jeden Fall einen Spinjump machen. Ansonsten trifft einen der Lakitu. Aber jetzt habe ich zum Glück noch reagiert rechtzeitig. Und es war aber trotzdem gefährlich. Aber ich habe meine Eichel noch. Und das ist sehr wichtig fürs Nächste. Und Elias, du stellst die Frage schon wieder. Von daher kriegst du jetzt mal ein Timeout. So. Vor allem die Frage wurde dir im Chat auch, glaube ich, mehrmals beantwortet. Jawohl. So. Und um es dir nochmal zu beantworten, ne? 200 Stunden ungefähr. Und jetzt möchte ich die Frage aber auch nicht mehr von dir lesen. So. Ups. Okay. Perfekt. Die Eichel wurde gerettet. Ja. Das ist ganz wichtig, diese Eichel hier zu behalten. In dem Castle. Das ist super, super wichtig. Und Greywolf, willkommen. Willkommen im Stream. Okay, nice. Okay, nice. Oh, geil. Oh, ich freue mich, wenn das immer klappt. So, und ins Loch. Ja, Toadette ist geil. Toadette ist geil. Nice. Lass es. Willkommen. Willkommen. So. Toadette ist geil, Leute. Und 5,27. Ich glaube, beim letzten Mal war ich bei 5,24 hier. Nice. Das Level war gut. Breath of the Wild Speedruns? Nein. Das nicht. So, perfekt. Spiele für die Switch, die sich lohnen würden. Wenn du Odyssey und Mario Bros. Magst. Ja, Mario Bros. Deluxe, wenn du es noch nicht hast. Das kann man sich immer kaufen. Oh. Gut, ich hab's hier mal safe gemacht. Ansonsten, ja, musst du halt schauen. Donkey Kong, Tropical Freeze. Das Yoshi, was rauskommt. Ich gehe mal davon aus, dass du allgemein auch Jump'n'Runs magst. Na, dann vielleicht. War da dieses Rayman-Spiel vielleicht? Vielleicht juckt dich das. Keine Ahnung. Aber Donkey Kong ist eine gute Idee. Auf jeden Fall. Und das Problem ist, ich muss jetzt meine Eichel raushauen. Oder ich mache jetzt von der Wasserwelt ein bisschen was. Nee, mache ich nicht. Nee, mache ich nicht. Oder? Nee, ich mache Welt 2 hier so quasi durch. Perfekt. Shantae, ja. Könnte ja auch liegen. Aber das ist halt wieder was anderes. So. Ist halt kein Mario, ne? So, perfekt. Spike Sandkasten. Und jetzt nehme ich zuerst den normalen Exit und dann den Secret Exit. Und am besten nur die zweite Starcoin erstmal. Jawohl. Dann mache ich das quasi perfekt. Und kann diese Eichel sehr gut ausnutzen. Wasserwelt ist auch cool. Ah. Wasserwelt mag ich hier nicht so sehr in dem Game. So. Wobei. Ah. Ich spiele die eigentlich auch gerne. Okay. So, jetzt möglichst schön durchfliegen. Oh Gott! Und sich nicht treffen lassen. Das wäre auch noch ganz gut, wenn ich mich nicht treffen lasse. Okay. Sehr gut, das war nice. Das war nice. Musste ganz schnell off sein. Bin wieder da. Okay. Willkommen zurück. Und GCVW, willkommen. Willkommen. So, jetzt den Secret Exit. Und dann müsste eigentlich Mopsy auch schon auftauchen. Sollte er... Oh nein, Leute. Oh nein, Leute. Ja. Oh
Oh nein, Leute. Oh nein, Leute. Oder habe ich Mopsy? Ich habe Mopsy nicht gefangen, ne? Oder? Doch, hab... Doch, hä? Habe ich Mopsy gefangen, Leute? In Welt 5? Nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Oder? Oh, scheiße. Ich hab den nicht gefangen. Oh, nee. Ha. Ja, was mache ich jetzt? Oder habe ich ihn gefangen? Habe ich Mopsy gefangen oder nicht? Kann ich nicht sagen. Ich glaube aber nicht. In Welt 5? Nee. Ich glaube nicht. Oh Gott. Dann wird es Zeit für Experimente. Oh shit. Ich habe ihn gefangen. Okay. Ich habe ihn in Welt 5 gefangen. Okay. Das klingt gut. Das klingt gut. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn gefangen habe. Aber okay, okay. Der müsste jetzt dann gleich auftauchen. Ich glaube, der... Also, ich weiß nicht, wann der normal auftaucht. Aber okay, wenn ihr schreibt, dass ich ihn gefangen habe. Das schreiben auch mehrere. Also den in Welt 5. Ja, wir werden es gleich sehen. Ob ich ihn habe oder nicht. Und wenn nicht, dann... Dann wird's spaßig. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Dann weiß ich nicht, was ich mache. Ich denke nicht. Kevin schreibt, ich denke nicht. Das ist halt das Problem. Wenn es jetzt keiner weiß. Weil den brauche ich halt schon. Das ist das Problem. Kam das grüne... Es geht um diesen Run, nicht um den letzten. Es geht um diesen Run. Also Leute, ich glaube, ich habe ihn nicht. Das ärgert mich. Aber wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen, ob ich ihn habe oder nicht. Oh mein Gott, Mario. Toadette. Oh Gott. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Scheiße. Ja, das ist ungefähr ein Zeitverlust von... einer Minute? Schau auf der Map nach. Naja, wenn er jetzt nicht auftaucht, dann habe ich ihn nicht gefangen gehabt. Dann muss ich ihn jetzt fangen. Aber das ist halt auch übelst kacke. Also, oder, ja, wir gehen jetzt, wir machen jetzt Welt 5, wir machen jetzt Welt 5 und dann Welt 4 und dann quasi den zweiten Teil von Welt 5, den machen wir später. Diese Blitz sind komplett im Arsch, aber egal. Ja, ich habe ihn nicht gefangen. Gut, dann passt das, aber ich habe keinen Zeitverlust, bloß die Blitz sind halt, keine Ahnung, im Arsch. So, gehen wir jetzt rauf oder runter. Dann ist eigentlich wurscht. So. Perfekt. Und dann mache ich jetzt quasi Mopsy. So. Das können wir eigentlich skippen alles. Jawohl. Und nein, ich mache jetzt Mopsy. Und mache den Teil. Der Teil. Den ersten. Den einen Teil der fünften Welt. Und dann passt das. Ja, ja, da ist er auch. Da ist er auch. Und den zweiten Teil der fünften Welt, den mache ich dann, wenn ich hier wieder herkomme. Über die Wasserwelt oder irgendwie so. Dann passt das. Sorry, dass ich ja gesagt habe. Kein Problem. Kein Problem. Aber da es mehrere gesagt haben, ist das ein bisschen komisch. Bin ich so leicht enttäuscht. Oh Gott. Aber okay. Gut. Sehr gut. Aber ich hab keinen Zeitverlust, nur die Splits sind komplett durcheinander. Aber das waren sie auch vorher schon, von daher. Ist das alles okay? Ja, es ist alles okay. So. Perfekt.
Und dann machen wir jetzt das Level. Genau, das sollte passen. Wir müssen einfach nur... Ich muss einfach nur meine Route ändern. Genau. Meinst du, du schaffst noch ein WR? Bestimmt. Bestimmt. Sonst würde ich hier wahrscheinlich keinen weiteren Versuch machen. Und eigentlich willkommen. Runter. Jawohl. Wobei, den Mopsi in der Wüstenwelt, den brauche ich ja sowieso auch. Okay. Das werden wir dann sehen, wie das aussieht. Mit dem guten Mopsi. Und, oh Gott, Chips Gaming, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf Kanal. Willkommen im Stream und willkommen in der Blue Crew. Aber ich denke, das passt schon. Das passt schon. Glückwunsch zum Weltrekord. Danke dir. Und willkommen an alle. Willkommen. Vielleicht haben sie einfach nicht geschaut, sondern einfach nur Ja gesagt. Ja, wenn ich solche Fragen stelle, dann wünsche ich mir eigentlich schon, dass die Leute das wissen auch und nicht einfach Ja schreiben. Aber die Leute waren vielleicht auch... Keine Ahnung, wo die Leute waren. Ich weiß es nicht. Gut, ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe ja jetzt hier meine neue Route am Start. Meine spontane Route. Und ich hoffe, der Mopsi in der Wüste taucht jetzt relativ schnell auf. Damit ich den fangen kann. Spätestens nach diesem Castle sollte er auftauchen. Das wäre sehr gut. Letzte von Karneval. Ist mir mittlerweile eigentlich relativ wurscht. Ich freue mich natürlich für die mit Karneval viel Spaß haben. Jawohl. Aber mir selber... Hier selber ist es relativ egal. Das ändert sich vielleicht, wenn ich eine Freundin habe, die darauf steht. Dann lasse ich mich vielleicht mitreißen. Aber so an sich ist mir das egal. Welche Route nimmst du? Wie gesagt, das ist jetzt spontan. Und ich erkläre das jetzt nicht nochmal. Was ich gerade eben vor 5 Sekunden erklärt habe. Jetzt mache ich nicht zweimal. Oh mein Gott, das war knapp. Das war mal knapp. So, die Route ist relativ spontan. Ich glaube, so kann man das nochmal sagen. Jawohl. Und ja, ich hoffe, dass der Mopsi jetzt auftaucht. Wenn er nicht auftaucht, dann habe ich ein kleines Problemchen. Aber jetzt auch nichts, was sich nicht lösen lässt. Und rein mit dir. Perfekt. Und Frank White, willkommen. Willkommen. Oh mein Gott. So, perfekt. Ah, okay. Sehr gut. Sehr gut. Ender Archer, willkommen. Willkommen im Stream. Wie stehst du zu Alkohol und Drogen? Jeder wie er will. Ich selber trinke nicht so viel Alkohol. Und Drogen sowieso nicht. Aber Alkohol kann jeder machen, wie er will. Da jeder ist für seinen eigenen Körper verantwortlich, ne? Wonderful, willkommen. Und Steinschwein, willkommen. Willkommen im Stream. Und Mopsi, tauch bitte auf. Oh Gott. Oder mache ich auch noch das ein oder andere Level von Welt 6? Oh shit, ey. Na, der Mopsi, der sollte auftauchen, wenn ich jetzt wieder in die Wüste komme. Der sollte da auftauchen. Oder soll ich doch zuerst die Eiswelt machen? Ich glaube, ich mache zuerst die Eiswelt, weil da sind mehr Level. Und ich glaube, der Mopsi wird so getriggert, je nachdem, wie viele Level man gespielt hat. Von daher mache ich, glaube ich, die Eiswelt zuerst. Wobei, da fehlt ja dann der Mopsi auch wieder. Oh, das ist blöd. Eigentlich müsste ich jetzt den Rest von der 5. Welt machen. Weil das sind quasi die Level, die gratis sind. Und ja. Ich glaube, das mache ich auch so. Wenn der jetzt nicht erscheint, der Mopsi.
So, perfekt. Hier bin, ich bin immer noch live, ja. Ich bin immer noch live. So, sehr gut. Perfekt. Wie lange ist der Stream schon an? Seit 10 Uhr. Seit 10 Uhr. Und der Stream geht schon wieder länger, als ich dachte. Aber es ist nice. Es ist ein cooler Stream. Ein technisch gesehenes Alkohol eine Droge. Ja, ich weiß. Wie gesagt, da will ich auch nicht so drüber diskutieren, weil dann kommen wieder die Leute, die die Drogen bis aufs bis auf den Tod verteidigen und so weiter. Ja. Ich sag da einfach, ja, jeder soll machen, was er will. Sowohl Drogen als auch Alkohol sind gefährlich. Aber Alkohol, wenn man es jetzt nicht übertreibt, dann ist das in Ordnung. So, und Drogen sind halt offiziell illegal. Das muss man auch so sehen. So. Und da kommt er raus. Der kam aber jetzt diesmal schneller raus als sonst. Oh Gott. So. Und Witz, bitte lest dir die Stream-Regeln durch. Schon wieder. Oh Gott. Nur noch 270. Also erstmal finde ich, musst du diese Zahl nicht unbedingt nennen, ne? Und zweitens, 270 Leute, das ist sehr viel, nach wie vor. Und ich hoffe, dass Mobs jetzt auftaucht. Das wäre super geil. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich jetzt die Level von Welt 5 machen. Genau. Dann sollte es eigentlich wieder klappen. Make sense, willkommen. Willkommen im Stream. So, nicht speichern. Und Mopsy ist nicht aufgekreuzt. Scheiße. Egal. Egal, das passt schon. Das passt schon. Wir machen jetzt Welt 5 komplett zu Ende. Und dann fangen wir Mopsy. Und dann gehen wir, weiß ich nicht, in Welt 3 oder so. Und dann Welt 4. So, Nomadendschungel. Ja. Oh Gott. Kurze Denkpause gehabt. So, let's go. Let's go. Beschwert sich jetzt jemand, dass der Englisch, dass der Titel angeblich in Englisch ist. Obwohl er offensichtlich nicht auf Englisch ist. Ja, gut. So, perfekt. Perfekt. So, Starcoin. Okay. Ah, okay, egal. Nicht egal. Oh mein Gott. Nicht sterben, Blue. Nicht sterben, das hat oberste Priorität, aber zum Glück gibt's diesen Checkpoint. Evoli, willkommen. Willkommen im Stream. Und mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Oh, nimm den Pilz. Oh mein Gott. So. Und den bringen wir um. Okay. Okay. So, perfekt. So, das ist in Ordnung. Okay. Perfekt, perfekt. Mickey Dicky, willkommen zurück. So, 21, das ist in Ordnung. Und ich hoffe, habe ich jetzt überhaupt eine Pier-Eichel am Start? Oh crap, habe ich eine Pier-Eichel überhaupt? Ja, muss ich. Ich habe ja den Mopsy von Welt 5 gemacht. Doch, das geht. Ich habe eine Pier-Eichel. Doch, doch. Das sollte gehen. Das sollte gehen. So, Mopsy taucht wahrscheinlich jetzt auf, aber den ignorieren wir jetzt erstmal. Jawohl, perfekt. Und Josef, willkommen. Willkommen. So, let's go. Ah, das muss jetzt klappen. Das muss jetzt klappen, aber ich kann den Trick. Und Konrad Specht, willkommen. Willkommen im Stream, willkommen an alle. Jawohl. Willkommen auch an alle neuen Zuschauer hier auf dem Kanal. Wenn euch der Stream gefällt, dann könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Hier gibt's viel Speedrun-Content, allgemein Nintendo-Content und auch viel Mario Maker-Stuff. Es lohnt sich. Und das war ein guter erster Abschnitt.
Und Susi, hi, bin neu. Willkommen. Willkommen. Perfekt. Perfekt. So. Und Widdy, selbst wenn es einen Mario Maker Stream gibt, dein Level werde ich nicht zocken. Wer nicht hören will, ne? Muss fühlen. Aber diese Bettlerei, ne. Das muss nicht sein. So, okay. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Und Brestero, willkommen. Und Kikis Channel hat abonniert. Danke dir. Fuck you. Okay, du wirst gebannt. Warst ja eh schon auf der Abschussliste. Gute Nacht. So. Julia, willkommen. So, bei Battlern. Bei Battlern muss ich wirklich leider durchgreifen. Auch wenn es mir selbst ein bisschen leid tut, aber Leute, die dann so nervig sind, ne, dann, ne. So, perfekt. Second Try? Ne, das war der First Try. Das war der First Try. Das war der First Try. Gibt schon was Neues über Mario Maker 2? Ne. Also das vom Trailer wissen wir und das von dem einem Screenshot. Und Patrice, willkommen. Willkommen im Stream. Und Black Power, willkommen. Willkommen im Stream. So, nicht speichern. Und jetzt machen wir die Level. Genau. Und dann holen wir uns den Mopsy. Dann müsste es passen eigentlich wieder. Okay, lichtlos Labyrinth. Erstmal der normale Exit. Oder der Secret Exit erstmal, genau. Abonniert und geliked. Danke dir, Chips Gaming. Danke dir. Ups. Oh mein Gott. Okay. Okay, dieses Strut. Sehr, sehr komisch. Alles klar. Ein Mario 64 Online Stream wird es wahrscheinlich nicht geben, nee. Aber da wird's nicht nur das Gebattle groß sein, wie man mitmachen kann und so weiter und so weiter und so fort, sondern es wird auch die Frage ständig aufkommen, wie das überhaupt funktioniert. Und da muss ich halt leider direkt sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Jawohl. Danke, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast. Gerne. Und Elena, willkommen. Viel Glück noch. Danke dir, Kikis. Ciao. Und schön, dass du da bist. So, Geisterhaus. Und die Starcoins sind da und da. Okay. Gut. Perfekt. Perfekt. Hab dich auch abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, Colin. Vielen Dank. Und danke dir für dein Abo. Jawohl. Und Malme09, willkommen. Willkommen im Stream. So. Und ich hoffe, ich verliere jetzt nicht meine Eichel hier. Stimmt, die Boxertypen. Die haben mich richtig aufgeregt. Okay. Aber jetzt. Okay, wenn man weit genug wegsteht, dann ignorieren die einen sogar. Okay. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Streamstorm Release von Mario Maker. Definitiv. Definitiv und. Oh, ganz so leicht da hochzukommen ist es doch nicht. So, okay. Perfekt. Definitiv werde ich das streamen. Also, wenn Mario Maker 2 rauskommt, dann wird hier sehr, sehr viel Mario Maker 2 Content kommen. Sowohl in Streams als auch in Videoform. Das wird richtig heftig abgehen hier. So, perfekt. Es wäre beinahe 66 geworden, ja. Ich habe auch überlegt, soll ich es riskieren, soll ich es nicht riskieren? Und ja, ich dachte mir, okay, lauf einfach mal rein und schau, was passiert. Das Problem ist, wenn man anfängt nachzudenken, dann verliert man auch wieder Zeit. Und dann springt man lieber direkt rein. Und diesmal hat es gut funktioniert. Und beim nächsten Mal funktioniert es vielleicht nicht. Jawohl. Nice Age, willkommen. Willkommen im Stream. So, perfekt. Und töte ich einen Buhu? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Nö, ich töte keinen. Ich töte keinen, Buhu. Ist auf Mario Maker 2 gehypt? Ja, natürlich. Meine, mein ganzer Kanal-Content hier. Also nicht mein ganzer, aber. Etwa 50% meines Kanals besteht aus Mario Maker Content. Natürlich bin ich da gehypt auf Mario Maker 2. Natürlich. Da gibt's keine Diskussion. War gerade am Faschingsumzug. Ah, cool. Und wie war's? Hat's dir gefallen? Die Buhus dürfen weiterleben. Ja. Diesmal schon. Beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr. Wer weiß. Aber in diesem Fall. In diesem Fall war ich mal friedlich zu den Buhus. Genau. Das war gut. Magst du Karneval? Wahrscheinlich würde ich ihn schon mögen. Aber mich interessiert er aktuell nicht. Genau. So, whoops. Wow, okay. Und jetzt, darf ich mich nicht von dem Buhu treffen lassen. Oder generell von irgendeinem Buhu. Aber da ich keinen Buhu getötet habe, hoffe ich natürlich, dass die auch sozial zu mir jetzt sind. So, oh, habt ihr diesen Speedboost gerade gesehen? Nice. Nice, das Scheiße. Und, nee, ich mach erstmal den anderen Exit. Erstmal den normalen Exit. Okay. Sehr gut. Und 32. Okay, passt. Das war gut. Wann kommt immer ein Stream? An welchen Tagen? Also der einzige Stream, der wirklich fest ist, ist Sonntag 10 Uhr. Das ist so der einzige Stream, ja, wo ich sage, der kommt immer. Und ansonsten halt abends, wenn ich streame. Aber der einzige Stream, der wirklich fest ist, ist der Sonntagsstream. So, alles Darkens habe ich. Perfekt. Perfekt, dann brauche ich jetzt nur noch den Secret Exit. Nice. Sehr gut. So, und wenn ich mich rechtzeitig nach rechts drehe, oh ne, nach links drehe, dann sollte ich eigentlich auch geschmeidig an den Buhu vorbeikommen können. Jawohl. Ich weiß noch nicht, wo genau. Ich glaube hier. Ja, okay, gut. Man muss auch gar nicht so lange nach links drücken. Das passt. Hast du irgendwann Merch raus? Bestimmt irgendwann mal, ja. Aber aktuell habe ich noch keinen Merch, nee. Aber ich nehme mir vor, bevor die nächste Gamescom startet, dass ich da irgendwie Merch rausgebracht habe. Aber das ist noch ein langer Weg. Und ich denke, bis das Merch auf dem Markt ist, dauert das jetzt auch nicht so lange. Ich meine, den Cube Blue, den gibt es ja schon. Und dann vielleicht noch eine schöne Schrift, wo Blue X2 draufsteht. Oder nur ein X2. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber Merch ist auf jeden Fall irgendwann geplant. Aber hat's keine Priorität bei mir. Okay. Fliegen wir einfach mal drüber. Genau, nicht spammen. So, die Eichel. Ja, die werde ich sehr wahrscheinlich verlieren. Wäre natürlich extrem geil, wenn ich hier jetzt auch das Level so gut beherrschen würde, dass ich die Eichel definitiv nicht verliere. Ja. Oder soll ich langsam spielen? Soll ich langsam spielen und versuchen, die Eichel zu behalten? Weiß nicht. Andererseits, nee. Man fühlt sich ja schon dazu gedrängt, bei den Buhu-Kreisen abzukürzen. Ja, ja, nee. Nee, 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 nee. Okay. So, die nehmen wir mit. Perfekt. Und dann den Exit. Komm raus. Okay. Sehr gut. Laurin, willkommen zurück. Eine Cape. Naja, also, wenn man Merch macht und vor allem, wenn man anfängt, wird sich das sehr wahrscheinlich erstmal auf ein T-Shirt und auf ein Pullover beschränken. Oder auf so ein Hoodie.
Und vielleicht dann irgendwann eine Cappy. Weil ich denke, T-Shirt geht klar. Und ich denke, das kann ich auch relativ schnell einrichten. Wahrscheinlich, also. Ja. Muss ich halt nur noch gucken, wo ich das machen will. Bei welchem Partner. Muss mich da wieder um ein paar Dinge kümmern. Aber ich denke, so grundsätzlich geht das. Du hast die erste Münze nicht? Ja, die hole ich mir jetzt. Die hole ich mir jetzt. So, okay. So, und oh, Toadette. Toadette hat sich hier durchgeschlichen. Sehr gut. Sehr gut. Chat plus plus. Okay. So. Ja. Oh Gott. Kommt nochmal ein Power-Up hier? Bin mir nicht sicher. Aber ja gut. Sammeln wir mal Pichette ein. Es schadet nicht. Yay. Sehr gut. Ich habe noch nie Merch gekauft, aber Blue wäre sicher das erste Mal. Das freut mich zu hören. Nice. Also ich denke schon, dass es auch viele geben würde, die das kaufen. Ich meine, der Cute Blue, der ist schon... Der ist schon nicht schlecht, ne? Ups. So. Und... Oh Gott. Why? Ich weiß nicht. Ich denke, es würden schon einige kaufen. Definitiv. Aber... Da mache ich mir jetzt aktuell noch nicht so die Gedanken drüber. Aber so in ein, zwei Monaten... Wobei, Gamescom ist ja schon wieder bald, ne? Und ich sollte das eigentlich vor dem Mario Maker 2 Release gemacht haben. Da will ich eigentlich alles erledigt haben, was ich quasi tun muss. Jawohl, man sieht den Mauszeiger. Okay. Und das haben wir geschafft, sehr gut. Und jetzt, genau, schließen wir Welt 5 ab. Kriegen jetzt nochmal eine Pichette und dann gehen wir in die Wüste. Dann sollte das eigentlich wieder passen, auch von dem Mobseed her. Jawohl. Hast du einen Weltrekord? Ja, den habe ich mir geholt. Oh Gott. So, perfekt. Yay. Mach vor Ostern. Nee. Also so schnell ist das dann auch nicht erledigt. Also das dauert schon 2-3 Monate, denke ich. Und ja, ich bin jetzt nicht gezwungen, unbedingt Merch rauszuhauen, ne? Aber andererseits, ne? Wäre schon cool. Boah, Mario Maker 2 Release klingt cool. Ja. Mal gucken, wenn er mir gefällt. Ja. Da kann man sicherlich auch einiges machen. So, perfekt. So ein Live-Gamer treffen in einem Blue-Shirt ist eine nette Sache. Ja, das wäre halt für die Gamescom und weiß ich nicht. Wenn dann quasi Gamescom ist, ne, dann können die Leute gerne das Merch tragen. Da freue ich mich dann auch. Aber es ist jetzt nicht unbedingt jetzt Pflicht, dass ich das unbedingt für die Gamescom jetzt habe. Also der Merch, der kommt halt, wenn er kommt. Aber ich plane mal schon den Merch so irgendwo vor der Gamescom ja, auszuknallen, ne? Wenn man das so sagen kann. Aber ihr kennt mich ja, oder einige kennen mich. Wenn ich etwas plane oder wenn ich was vor mir liegen habe und ich... Dann brauche ich immer noch eine halbe Ewigkeit, bis ich das dann umsetze. Das ist eine sehr, sehr große Schwäche von mir. Und ja, gut, egal. Wir sind drin. Dieser Käfer ist scheiße. Aber ist nicht schlimm. So, oder? Ist das doch schlimm? Nee, ist eigentlich nicht schlimm, nee. Alles klar, Leute. Das kannst du dann entscheiden. Wieder ein Handy? Ja. Oder das große Paket, was noch bei mir steht. Und noch einige andere Dinge. Da gibt's schon einige Sachen, leider. Und oh, Welt 5 ist noch nicht ganz abgeschlossen, weil der Bowser Jr. Kampf noch fehlt.
Oh, ja. Das stimmt, der fehlt noch. Ja, mein Handy, ne? Wie lange hatte ich das? 1,5 Monate ungefähr? Auf jeden Fall schon einige Zeit. So, und jetzt Minzmeer, genau, Minzmeer. Und dann auf zum Mopsi. Auf zum Mopsi. Mopsi, komm her. Die Frage ist, oh Gott, mache ich jetzt Welt 4 oder 5, Welt 4 oder 3 zuerst? Ich glaube, ich komme in beiden Fällen zu Bowser, bei Bowser Jr. raus, ne? Ich glaube, Welt 4 liegt für den Rückweg besser. Weil auch da der Mopsi dann irgendwann gefangen werden muss. Ja, ich glaube, ich mache Welt 4 zuerst. Habe ich gerade einen Stern verpasst? Oder, keine Ahnung. Egal, ich habe Mopsi. Das ist wichtig. Und, jawohl. Alles klar, Vio. Danke fürs dabei sein. Und danke auch für den... Jetzt wollte ich was anderes sagen. Für den Mod-Job. Vielen, vielen lieben Dank. Und mach dir noch einen schönen Abend. Oder Tag. Und man sieht sich. Und... Ja, ja, wir machen die Welt zuerst. Und jetzt hau ich eine Eichel raus. Und hoffe, dass das gut klappt. In der Regel gar nicht, Finn. Und ich habe immer noch diesen blöden Pilz bei mir. Shit. Boosted Dummy, willkommen. Willkommen im Stream. So, jetzt gilt's. Darf mich nicht treffen lassen. Gut, wäre jetzt nicht so schlimm, wenn es doch passiert, aber es wäre ärgerlich. Oh, das war nice. Das war nice. Das war auch nice. Sehr gut. Sehr gut. Ja, TomTom, aber die Werbung muss nicht sein. So, okay. Okay. So, perfekt. Und hier rein, ja. So, Stern. Danke. So. Und... Perfekt. Perfekt. Was bringt der Weltrekord? Ruhm und Ehre. Das bringt der Weltrekord. Und ein gutes Gefühl. Huberts Kletzi, willkommen. Willkommen im Stream. Und Nave DMS, willkommen. Willkommen im Stream. Und Joachim Steinert, willkommen. Und, oh ja, die erste Star-Coin, die ist jetzt... Die ist jetzt wichtig. Die ist jetzt wichtig. Und nicht zu viel riskieren. Oh Gott. Oh mein Gott, okay, okay. Alles gut, alles gut. Ich hab die Coin. Ich hab die Münze, yay! Sehr gut. Da verliert man so schnell die Eichel. Bei dieser Coin! Okay. Ifian, willkommen zurück. Und, okay, der Pinguin ist runtergefallen. Warum passiert das? Egal. Egal. Und willkommen zurück, Buat. Okay. Oh, das war gut. Das war gut. Okay. Gut. Kann ich die Eichel behalten? Ich glaube schon. Ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr gut. Nice. Perfekt. Perfekt. Perfekt, Leute. Phew. Sehr gut. Beendest du die Challenge in diesem Stream noch? Du meinst den Speedrun? Natürlich. Also ein Speedrun... Den kann man nicht einfach irgendwann unterbrechen. Das geht nicht. Kannst du die Kommentare sehen? Ja. Ich sehe den Chat natürlich. Also, ich gehe doch auch die ganze Zeit auf die Nachricht. Nein. Was steht WR? WR steht für Weltrekord. Mitglied sehen wir uns. Der Nico. Die geilen Mitglieds-Emotes. Jawohl. Und neu ist die Frühlingsblusat. Genau. Die ist geil. So, von Ifian gemacht.
Okay. Jetzt war ich mir nicht ganz sicher. Oh Gott. Okay. Wichtig ist es, die Eichel zu behalten. Das ist wichtig. Alles andere ist nicht so wichtig. Oh mein Gott. Okay. Okay. So, passt. Okay. So, und jetzt kommt dieser Skip. Ich hoffe, er funktioniert. Okay. Puh. Es wird noch Runs geben, wo dieser Skip nicht funktioniert und wo ich von dem Eiszapfen erschlagen werde. Garantiert. Garantiert. Und rein mit dir. Perfekt. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Oh mein Gott. Okay, 495. Nice. Nice, 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 nice. Und Florian, bitte nicht spammen. Danke dir. Macht keinen guten Eindruck. So. Das ist mein Weltrekord, ja. 3,44,11, ja. Okay. Ich glaube, ich hatte fast meine Eiche verloren, weil ich zu früh gesprungen bin. Ach, du heilige Scheiße. Stalker-Fähigkeiten. Oh Gott. Muss man das Spiel auswendig kennen? Die ganzen Starcoins? Ja. Also wenn du einen 100% Speedrun machst, dann ja. Aber ich empfehle nicht mit den 100% zu beginnen, sondern mit any percent. Und da musst du nur das Spiel durchspielen, so schnell wie es geht. Und da brauchst du dir keine Sorgen, um die Starcoins zu machen. Genau. Und, oh Gott, hier kommt auch ein Eichelkiller. Oh, ich habe hier immer so große Angst bei diesem Skip oder, keine Ahnung, bei diesem Sprung. Ach, du heilige Scheiße. Aber umso besser, wenn es dann klappt. Was trinkst du da? Das ist Energy Drink. So, perfekt. Nice. Nico kann gut stalken. Ja, ja. Ein bisschen. Bye, hello, willkommen. Willkommen im Stream. Und, oh Gott, das war sehr komisch. Und Firebro, ja, der trifft einen nicht, wenn man in voller Geschwindigkeit ist. Und der sollte einen auch nicht treffen. Oh mein Gott. Ba, ba. So, das war auch eine gute. Ich habe nicht auf die Schnapszahl geguckt. Ich habe drauf geguckt, ich habe die 34 gesehen, dachte, ich bin schon im Ziel und naja. Jetzt kriege ich noch mal einen Pilz reingedrückt, ne? Ah, jetzt wird mein Inventar voll. Von diesen Dreckspilzen. Scheiße. Spielst du Pokémon, wenn es rauskommt? Ja. Das wird ordentlich durchgestreamt. Fuck. Okay, egal. Egal. Ich weiß halt jetzt auch nicht, ob ich die Pilze einfach so nehmen kann, obwohl ich eine Eichel hab! Mann! Oh, sowas regt auf. Sowas regt auf. Okay, ich in dem Run davor bin ich auch einmal in einen Pinguin reingelaufen. Und ich krieg immer einen Stern. Okay, okay, gut. Gut, 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 gut. Oh mein Gott, Gott sei Dank ein Stern. Den kann ich tatsächlich gut gebrauchen. Ach, du heilige Scheiße, aber bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal spielen. Und ja gut, ich mach das untere Level zuerst. Wenn ich schon unten bin. Ach, du heilige Scheiße. Oh Gott. Spielst du Yoshi, wenn's rauskommt? Ja. Das werde ich auch spielen. Ist die Belohnung bei deiner Schnapszahl immer gleich? Nein, das hängt davon ab, wie deine Zahl aussieht. Aber das, was für Speedruns relevant ist, ist die 77. Da kriegst du eine Eichel. Und bei 88 und bei 99 kriegst du einen Stern. Und alles andere ist nicht relevant. So. Alles andere ist Müll, kann man sagen. Genau.
Aber im Normalfall sollte man diese Schnapszahlen vermeiden. Das geht nur leider nicht immer. Weil manchmal, hat man kein Auge drauf. Okay. So, perfekt. Perfekt. Schwert oder Schild? Ich werde mir, glaube ich, Schild kaufen. Oder zulegen. Aber das weiß man nie. Vielleicht, auch Schild. Mal gucken. So, dritte Starcoin. Okay, die kenne ich, die Location. Ah, jetzt einfach nur schnell durchrennen. Dum, dum, da 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 da. Perfekt. Weiß die nächste Direct. Die ist dann, wenn Nintendo sie ankündigt. Und das wissen wir noch nicht. Genau. Da, 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 da. Hast du Derek-Schienen? Was ist Derek-Schienen? Oh Gott. Ich glaube, ich hätte nicht nachfragen sollen, was Derek-Schienen ist. Da, 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 da. So, theoretisch hätte ich jetzt auch das Geisterhaus machen können. Wobei, nee, passt. Passt schon. Passt schon. Kannst du Mario spielen? Nee, das ist Toadette Only hier. Das ist Toadette Only! Oh mein Gott. So. Und nur Toadette ist erlaubt. Theoretisch könnte ich auch Mario spielen. Aber dann... ja. Dann... wäre die Kategorie nicht mehr Toadette Only, sondern halt normal. Also... im Endeffekt könnte ich schon mit Mario spielen, aber das hätte ich von Anfang an einplanen müssen. Wir spielen hier mit Toadette und dann habe ich quasi einen Run für Toadettes Kategorie und für die normale Kategorie. Jawohl. So, perfekt. Habe ich quasi den doppelten Weltrekord. Aber im Prinzip... ist die Mario-Kategorie fast, oder die normale Kategorie, die ist eigentlich genauso wie die Toadette-Kategorie. Nur, dass man vielleicht ein paar mehr Ersatzeicheln kriegt. Sehr gut. Nee, Toadhäuser gehören nicht dazu. Nein, die brauchst du nicht. So. War das Geisterhaus mit den, Boxern? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, das war's noch nicht. Das war das noch nicht. Okay. Oh, ich hoffe, die Boxer, die werden mich... die werden mich jetzt in Ruhe lassen, hoffentlich. So, und ich glaube, hier habe ich auch einen kleinen Fehler gemacht. Beim letzten Run. Jawohl. Kommt Sword oder Schild auf den 3DS? Nö, der 3DS, der ist tot. Und ihr solltet auch keine Spiele mehr dafür erwarten. Und ich mach den... Ausgang zuerst, glaube ich. Jawohl. So. Und rein mit dir. Genau, der 3DS. Also ich hoffe, dass da keine großen Spiele mehr rauskommen. Wenn da noch ein paar kleine Spiele rauskommen, ja gut, Mai. Soll's mich nicht stören. Aber so an sich soll der 3DS tot sein. Das wäre ganz gut. Musst du alles Starcoins sammeln? Ja, muss ich! Und oh mein Gott, Miss Pony! Miss Pony haut 2,5 geile Eier raus! Vielen, vielen lieben Dank, Miss Pony, für die 2,5 geilen Eier. Ich glaube, ihr habt jetzt den Alert allerdings nicht gehört, weil das nicht funktioniert. Aber ich hoffe, ihr konntet die Nachricht lesen. Und vielen Dank für die Glückwünsche und vielen Dank für die 2,5 geilen Eier. Vielen, vielen lieben Dank, Miss Pony. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wintereier? Stimmt, es sind immer noch Wintereier. Könnte ich eigentlich auch mal umändern, ne? In Frühlingseier oder sowas. Stimmt. Mache ich dann vielleicht nächste Woche. Jawohl. Wie schnell ist der Weltrekord? Es steht an 3 Stellen. Es steht im Streamtitel. Es steht im Streamlayout oben und im Streamlayout unten. Und da ist der Mopsi, ja. Da ist er, ja. Okay. Die Alerts, ja. Ich weiß nicht, warum die rot sind. Ne, der Karant, der hat eine Donation rausgehauen und dann funktionierten sie nicht mehr. Aber ich höre sie noch.
aber ihr nicht mehr. Das ist voll komisch. So, und jetzt brauche ich den normalen Exit und die zweite Starcoin. Genau. In Ostereier? Nee. Ostereier mache ich dann zu Ostern. Aber wir haben noch kein Ostern. Wir haben jetzt Frühling. Genau, das ist mein Weltrekord. Und ich möchte jetzt diese Zeit nochmal verbessern. Jawohl. Hi, bin Jürgen. Bin wieder da vom Faschingsumzug. Nice. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Und... Oh Gott. Okay. Gut, perfekt. Und willkommen zurück. So. Oh Gott. Perfekt. Perfekt, perfekt. Und genau, der normale Exit. Ich darf hier nichts falsch machen bei den Geisterhäusern. Keinen taktischen Fehler. Das wäre nicht gut. Aber das passt. Das passt alles gut. Und wow, ich wollte gerade in die Tür gehen, Leute. Wollte gerade in diese Tür gehen. Und da dachte ich mir nur so, what the fuck, warum willst du in die Tür? Und zum Glück habe ich es noch schnell bemerkt. Robin, danke dir. Bin noch da, bin wieder da. Herzlichen Glückwunsch zum Rekord. Danke dir, vielen, vielen Dank. Und du machst wieder einen endlosen Stream. So ein bisschen, ja, so ein bisschen. Aber es ist doch so chillig, ne, am Sonntag. So einen Stream zu machen und uns quasi die Früchte meines Trainings zu ernten. Jawohl. 12 Stunden vermutlich. Oh Gott. Und wir machen Wendy zuerst. Wir machen Wendy zuerst und dann das andere Level. Es werden keine 12 Stunden. Also nach diesem Run ist Schluss. Kann ich das schon versprechen? Ich weiß nicht. Oh Gott. Aber nach diesem Run, ja. Mach ich keinen 100% Run mehr und auch wahrscheinlich keinen anderen Run mehr. Obwohl es durchaus sein kann, dass ich dazu getriggert werde, doch noch einen zu tun. Der war gut. Jawohl. Oh mein Gott. Das war knapp. So. Ich weiß nicht. Okay, das hat geklappt. Und jetzt schön in die Röhre. Perfekt. Hab gerade einen Odyssey Speedrun probiert. Und wie lief's? Wie lief's? So, jetzt darf ich mich hier nicht treffen lassen. Das wäre ganz gut und ich mach mal ein bisschen langsamer. Ja, komm. Okay, passt. Passt, alles gut. 64 Run ohne aufgewärmt. Oh mein Gott. Das war komisch. Okay. Und, ne, in den Schutz kam ich nicht mehr. Schade. So. 1,58 war mein Twitter-Run. Ah. Wenn du weiter trainierst, dann wird das immer besser. Und viel Erfolg weiterhin. Ah, fürs erste oder für den dritten Run ist das in Ordnung. Schon wieder ein, ja. Ich hab mich nochmal dazu verleiten lassen, nochmal einen zu machen. Genau. Sehr gut. Und Wendy. Wendy wird jetzt sterben. Seit wann kennst du Domi im Real Life? Warum fragen das wieder so viele? Und wichtig, jetzt keinen Spinjump machen. Und ja, ich kenne Domi im Real Life. Oh Gott. Verleiten lassen. Ja, man wird dann schon dazu verleitet, ne? Und, wow, okay, Vorsicht. Was passiert, wenn du stirbst? Dann bin ich tot. Aber es gibt keinen Reset. Da gibt es keine Resets. So. Fabrice Büsching, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal, willkommen im Stream und willkommen in der Blue Crew. Und danke dir für dein Abo. Jawohl. Antivirus, willkommen. Wo sind die 200? Naja, das ist halt das Problem. Es ist halt Sonntagnachmittag jetzt schon.
Es ist klar, dass da nicht die Leute bleiben. Warte ich auch gar nicht. Und wir sind immer noch knapp 300 Leute und das ist nach wie vor sehr viel. Was ich dann aber feststellen werde wieder, ne, wenn der Run gegen zum Ende geht, ne, dann werden die Leute plötzlich wieder kommen. Aber ich find's cool, dass ihr auch am ganzen Stream Interesse habt und ja, das zeigt dann auch, dass ich gut unterhalten kann. Und darum geht's ja auch, ne, um die Unterhaltung. Ups. Und da freue ich mich und oh mein Gott. Und alle, die da sind, das ist cool. Oh mein Gott. War so knapp. Das war so knapp. So, und ich glaube, so macht man das eigentlich. Ja, okay. Perfekt, perfekt. Wissen deine Eltern, dass du die Rekorde hast? Ich glaube, die jucken sich nicht dafür. Ich habe denen das aber auch noch nicht erzählt. Oh Gott. Jetzt hatte ich einen Denkfehler drin. Aber egal. Passt schon. Und was kommt jetzt noch für eine Scheiße? Okay. Okay, gut. Oh, ich habe dieses Horror-Level hinter mir. Sehr gut. Oder? Noch nicht ganz, aber ziemlich. Ziemlich, ja. Passt. Okay, nice. Pro-Player, willkommen. Willkommen zurück. Null Tode bisher. Ich glaube, ja. Ich glaube tatsächlich, ja. Also, ohne Tod bisher. Nice. Und Welt 5 habe ich schon abgeschlossen. So, jetzt kurz nachdenken. Kurz nachdenken. Jetzt Mopsi fangen und dann zu Welt 3 gehen. Genau, das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Wie viel kostet Mario Bros. Für die Switch? Ich schätze mal 50 Euro. Aber eventuell habe ich auch einen Amazon-Link in die Stream-Beschreibung gepackt für Mario Bros. Deluxe. Da kannst du ja mal gucken, wie viel es kostet. Jawohl. Split setzen? Nee. Split wird erst wieder nach Welt 6 gesetzt. Da das hier komplett durcheinander ist. Jawohl. 49,99. Okay. So, let's go. Let's do this. Ah, dieser Mopsi hier ist durchaus gemein und ich hätte eventuell einen Stern nutzen sollen. Aber nee, passt. Geht auch ohne Stern. Sehr gut. Das ist tatsächlich ein Soundbug von OBS. Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon. Oh, da macht sich wieder jemand verdächtig. Okay, auf zu Welt 3. So, was mich nervt, sind diese Pilze da. Die brauche ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich sie loswerde. Wenn ich die jetzt einsetze. Aber ich will auch nicht nachgucken. Ah. Aber egal. Noch habe ich ja Platz. Noch habe ich Platz. Was hat das mit den Splits auf sich? Naja, damit man halt eine Orientierung hat, wie der Run quasi so aktuell läuft. Deswegen gibt's halt diese Zwischenzeiten. Und oh, ich habe keine Eisblume. Okay. Das passt. Ah, toll. Okay, Toadette. Alles klar. Alles klar, Toadette. Kann mir jemand helfen? ich weiß nicht. So, dazu müsste man erstmal dein Problem überhaupt kennen. Und, oh, okay. Das war gar nicht so geplant. Das war gar nicht so geplant. So, und nein, keine Schnapszeit für Blue. Perfekt. Ist dir Any% oder 100% lieber? Im Any% Run kannst du doch mehr Tries hintereinander versuchen. Ja, also beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber Any%, ja. Wird es auf jeden Fall bald wieder Runs geben, denke ich. Denn ich will da unter 39 Minuten kommen. Das ist so ein großes, geiles Ziel, was ich mir vornehme.
Freust du dich auf den Boss? Ja, natürlich. Ich freue mich auf alle Bosse hier. Dum, dum, dum. Und wenn ich mich jetzt nicht freue, ist, sind diese Blooper hier. Diese sind scheiße. Die Blooper hier sind wirklich kacke. So, vielleicht komme ich unverletzt hier raus. Das wäre nice. Das wäre geil. Ansonsten, ja, greife ich halt wieder auf Peachette zurück. Das geht schon. Und, what the fuck? Okay. Oh Gott! Hallo! Danke, Toadette, dass du den auch mal drückst, den Schalter. Vielen Dank, Toadette. So, und, okay. Wir kriegen die Starcoin direkt und müssen auch hier direkt rein. Perfekt. Hatten wir den gleichen Gedanken? Okay. So, let's go. Let's do this. Hab keine Lust, morgen auf Schule, schreibe Prüfung. Ah, da muss jeder durch. Durch die Prüfungen. Dum, 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 dum. Perfekt. Das ist ein Speedrun. Ein Spiel so schnell wie möglich durchspielen. Ein Geschwindigkeitslauf. Oh Gott. Aber wie würde die deutsche Übersetzung dazu lauten? Ich weiß es nicht. Oh Gott, dieser Fisch. Und es kommt noch ein dreckiger Blooper. Ja, lass mich in Ruhe. Okay, wow, ich habe meine Eichel immer noch. Das ist cool. Das ist cool. Hab morgen frei. Nice. Und das war ein schönes Level. Was ist ein Spiel? Jawohl. Morgen Ferien. Nice. Ein Geschwindigkeitslauf. Ja. Oder ein Schnelligkeitslauf. Morgen ist Feiertag. Was? Oh shit. Okay. Okay, das wusste ich nicht, dass morgen Feiertag ist. Okay. Na gut, aber ich habe noch Zeug. Also ich war einkaufen, glaube ich. Ich habe auch, glaube ich, hoffentlich genug gekauft. Okay, aber das... Ah! Ja, Feiertag. Immer diese Feiertage, ne? So, aber gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Jawohl, und ich behalte mal meine Eichel. Und, oh, okay. Das war nice. So, ich versuche die Eichel zu behalten fürs Geisterhaus. Weiß nicht, ob sich das dann letzten Endes auszahlt. Aber ich denke schon. Okay. Oh, das. Habt ihr das gesehen? Das war nice. Das war nice. Das war nice. Sehr gut. So, Checkpoints brauche ich nicht. Aber die dritte Starcoin sollte ich mir mitnehmen. Die bräuchte ich schon. Die Starcoin, die wäre nicht schlecht. So, der zieht sich eh noch ein. Sehr gut. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt hier auch nicht mal Zeit verloren. Perfekt! Morgen ist kein Feiertag. Also ist morgen so ein Tag, wo zwar eigentlich Feiertag ist, aber die Geschäfte trotzdem offen haben. Morgen ist ein Feiertag für Baden-Württemberg und Saarland. Oder ach, das ist dieser Feiertag, der nicht überall gilt. Ja, okay. Warte, dann ist der in Bayern wahrscheinlich nicht, ne? Dann kann ich morgen theoretisch doch einkaufen gehen. Aber brauche ich eigentlich nicht. Oder in Bayern? In Bayern auch ein Feiertag? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Dies passt schon. So. Und ich habe immer noch meine Eichel. Und die jetzt weiterhin zu behalten, das wäre episch. Das wäre richtig gut. Wobei, ja. Oh, im übernächsten Level verliere ich sie wieder. Ja, egal. Egal. Aber es ist gut, dass ich die Eichel auch schon so lange behalten kann wieder. Das ist nicht schlecht. Sehr gut.
Wir sind so viel schneller als mit Peachette hier. Und jetzt bitte nicht. Bitte nirgendwo sich treffen lassen. Lieber ein bisschen langsamer machen. Oh Gott. Oh Gott. Von wegen langsam. So. Okay, das war gut. Das war nice, das war nice. Jetzt hole ich mir den Secret Exit zuerst. Mit dem Eichelpilz ist das sehr gut. Nice. Oh Gott, okay, egal. So, wo ist der Secret Exit? Ah, hier, oder? Ne, okay. Hier ist der Secret Exit. Sehr gut. Perfekt. Ranmori, willkommen. Ich bin Geist. Ja, das glaube ich dir auch. Das glaube ich dir. In Bayern ist kein Feiertag. Okay. Und einige haben bis Mittwoch frei. Ja, also ich glaube, in Bayern ist zwar kein Feiertag, aber es sind trotzdem für die Schüler zumindest Ferien. Jawohl. Und Gabster, willkommen. Und Gary, willkommen. Und willkommen an alle im Stream. Nice. Und... genau, ich mache den anderen Ausgang jetzt sofort. Oder? Ja, mache ich jetzt sofort. Das mache ich jetzt sofort. Weißt du, was Kuchi sind? Nö. Aktuell nicht. So. Oh mein Gott. Okay. Okay. So, Starcoins brauche ich ja nicht mehr. Das passt. Sehr gut. Und Nave DMS. Wenn du nochmal negativ auffällst heute, dann wirst du dauerhaft gesperrt. So. Ich glaube, das können wir so sagen. Ich weiß jetzt nicht, was du geschrieben hast, aber du hast wieder gespammt. Bist doch so wieder... Keine Ahnung. Deine Fragen sind sehr komisch, sagen wir es mal so. Und keine Ahnung. Eventuell bist du noch nicht reif genug für einen Streamchat. So. Oh Gott. Nein, das geht nicht. Shit. Okay. Ah. Ich hasse es, wenn ich die Map nicht sehen kann. Okay, perfekt. Ich die ganze Zeit zu, habe aber noch nichts geschrieben. Kein Problem. Kein Problem. Und willkommen. So. Perfekt. Alles klar, Frau W. Frieden. Danke dir. Danke dir. Und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und Abend. Und vielleicht bis später, wer weiß. Lohnt es sich, eine Switch zu kaufen? Manche Fragen, Leute. Manche Fragen sind sehr komisch. Ah, es lohnt sich, eine Switch zu kaufen. Es lohnt sich, definitiv. So, und ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, den ich mache. Aber das sollte so passen. Das sollte so passen, dass ich jetzt dieses Level zuerst mache. Der Mopsi, der sollte spätestens nach der Burg erscheinen. Glaubt ihr, er schafft das? Ob ich es nochmal schaffe? Ich hab's ja schon geschafft. Aber ob ich meinen eigenen Weltrekord nochmal überbiete? Ja. Mal gucken. Also nach Welt 6, wissen wir schon mal, ob das gut möglich ist oder nicht. Weil es ist eigentlich immer möglich. Weil ich kann eigentlich überall viel Zeit gut machen. Jawohl. Also ein Weltrekord ist immer möglich. So, du stirbst nicht. Dann stirbt er nicht. Okay. Und ihr bleibt mal schön, wo ihr wart. Schön unten. Die aufsteigende Kacke. So. Perfekt. Welcome back, umgeflummelt. Und Tobias Krummann, danke dir für dein Abo. Und herzlich willkommen in der Blue Crew. Willkommen im Stream. Und willkommen auf dem Kanal. Jawohl. Da.
So, und warte, warte, warte. Hier fehlt noch eine Starcoin, ja. Okay. Und Mika Mutschler. Danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf Kanal. Willkommen in der Blue Group. Und willkommen im Stream. Dieses Scrolling Level. Okay. Passt. Sehr gut. Ich gucke dich schon lange, aber ich kann immer noch nicht ganz so gut unterscheiden, ob das ein guter oder schlechter Run ist. Ah. Im Endeffekt, weiß das gerade nur ich, ob der Run gut läuft oder nicht. Und ich muss sagen, aktuell läuft er gut. Und wenn ich jetzt in Welt 6 auch nicht sterbe, dann läuft er sehr gut sogar. Jawohl. Und Marcel Tertainek? Oder so. Marcel, ich sag einfach Marcel. Marcel, danke dir für dein Abo. Und herzlich willkommen in der Blue Crew, willkommen im Stream. Und willkommen auf dem Kanal. So, jetzt sollte ich aber das untere Level machen, damit der Mopsi auch erscheint. Habe ich zwar keine Eichel, aber ja, egal. Die Eichel, die gebe ich jetzt gerne ab. So. Sogar gerne gebe ich sie nicht ab, aber werde gezwungen, meine Eichel abzugeben, Leute. Oh mein Gott. So, perfekt. Ich muss da noch was machen. But I will be back. Okay. Bis später. Oh, und ich muss hier aufpassen, weil hier ist ein Tod schneller drin, als man denkt. Okay, Checkpoint. Ich aktiviere den lieber mal. So, und den Pilz brauche. Oh Gott. Perfekt. Das sollte passen, ja. Sehr gut. Sehr gut. Und XLM Kami, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf Kanal, willkommen in der Blue Crew und willkommen im Stream. Jawohl. Ich hätte gezwungen, meine Eichel abzugeben. Das hört sich tatsächlich ein bisschen komisch an. Und ich nehme jetzt mal hier keinen Pilz. Ich hoffe, das rächt sich nicht. Ah, okay. So, Pichette. Okay, ich krieg noch Pichette. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das war ultra gefährlich, Leute. Das war richtig gefährlich. Markus! Ja, ich streame immer noch. Und ich werde auch in 30 Minuten noch streamen. Also, bis später. Bis später. Nice. Was machst du gerade? Ich mache einen Speedrun, einen 100% Speedrun. Genau. Und nein, die Cheap Cheeps! Die Cheat Cheeps. Scheiße. Oh, und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder irgend so ein dummes Item. Was kein Mensch braucht. Ah, fuck. Egal. So, vielleicht kriege ich noch einen Stern, das wäre gut. Okay, gut. Okay, damit bin ich zufrieden. Jetzt habe ich quasi zwei Sterne wieder, ne? Und Baumständer, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf dem Kanal, willkommen im Stream und willkommen in der Blue Crew. Ja, zwei Sterne habe ich. Einen Stern brauche ich auch noch. Für später. Und den anderen Stern, ja. Ja, das passt so. Ich weiß nur nicht, welcher Mopsi schwieriger ist. Und it's Kirby, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal, willkommen im Stream und willkommen in der Blue Crew. So, und ich bin da gerade irgendwie nicht richtig auf diesen Geysir gekommen. Geysir? Nennt man das so? Ich weiß nicht. Ob man das in dem Fall auch so nennt. Oh mein Gott. Ich hasse diese Cheap Cheeps. Ich hasse sie wirklich. Und deswegen nehme ich auch den Yoshi zur Sicherheit mit. Oh mein Gott. Okay. So. Jawohl. Fußball, willkommen. Willkommen im Stream und willkommen auf dem Kanal und danke dir für dein Abo. Und willkommen in der Blue Crew. Oh Gott, diese Chip-Chips. Hast du sie?
Ich hasse sie. Ja, okay, okay, okay. So, gut, dass ich Yoshi mitgenommen habe. Ansonsten, hätte ich ein kleines Problem gehabt, glaube ich. Perfekt. Fontäne? Ja, okay, Fontäne. Das passt. Das Wort Fontäne, ja, das ist das richtige Wort. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Läuft der zweite Try besser? Es kommt drauf an, wie Welt 6 dann läuft. Aber ich denke, aktuell bin ich so... Ja, vielleicht... Ich denke, ich bin schneller. Ich denke, aber ich kann das gerade absolut nicht einschätzen. Here we go. Und abgefahren. Danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Willkommen in der Blue Crew. Und willkommen im Stream. Dun, dun, dun. Bringst deine Energy aus dem Glas. Finde ich angenehmer. Und eine Dose, keine Ahnung. Mag ich nicht so. Peachat schwimmt um ihr Leben. So. So, welcher Mopsi ist schwieriger? Der aus Welt 4? Ne, der aus dieser Welt? Oder der aus Welt 7? Das ist die Frage. Ich glaube, Mopsi aus Welt 7, der hält spätestens bei den Piranha-Pflanzen an. Und dieser Mopsi hier, der nicht. Also ich glaube, ich nehme meinen Stern für diesen Mopsi. Okay, so, das habe ich auch besser hingekriegt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Welchen Starter nimmst du bei Schwert und Schild? Wahrscheinlich den Wasserstarter. Also darauf läuft es aktuell hinaus. Und dann mal gucken. Christobal, willkommen. Willkommen im Stream. Hast du ja auch mal eine 1,5 Liter Booster geholt. Du meinst so eine große Flasche? Yep. Ich weiß nicht, ob da 1,5 Liter drin sind. Aber ich glaube, da ist 1 Liter drin. Keine Ahnung. So, Mopsi ist nicht da. Mopsi ist nicht da. Oh Gott. Ich hoffe, der taucht nach der Burg auf. Sonst habe ich ein kleines Problem. Sonst habe ich wieder ein Mopsi-Problem, Leute. Aber theoretisch kann ich mich einmal umbringen. Ganz schnell. Und dann sollte der eigentlich auch auftauchen. Eigentlich. Wow. So. Seit 6 Stunden Livestream und ich bin seit 4 Stunden dabei. Nice. Benno, willkommen. Willkommen. Willkommen generell an alle neuen Zuschauer. Willkommen auf dem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt der Kanal. Und ja, hier gibt's viel Speedrun-Content, Nintendo-Content, Mario Maker-Content, auch dann demnächst Mario Maker 2. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, könnt ihr ihn gerne kostenlos abonnieren. Würde mich freuen. Und oh mein Gott! Toadette wird bedrängt. Scheiße. Egal, egal. Das passt. Das passt. So. Ja, ich weiß nicht, ob sich jetzt hier die Peachat lohnt. Aber ich nehme sie mal mit. Das schadet, glaube ich, nicht. Dum, 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 dum. Okay. Das war gut. In 6 Stunden Stream, ja. Das ist der zweite Run. Und Peachat kommt da nicht rein in die Loch, ins Loch. Okay. Okay. Oh Gott. Okay, okay, okay. Gut. Oh mein Gott. Okay. Gefällt mir sehr gut. Spielst du auch andere Nintendo-Konsolen? Von der Wii U? Ja. Wii U-Spiele spiele ich. Ne? Mario Maker. Und ansonsten, ja, auf dem N64 spiele ich auch ab und zu. Robin, willkommen. Und ich habe alle Star Coins, genau. Perfekt. So, Larry. Komm her, zu Papa Blue. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich streame immer noch. Ich habe mir kurz überlegt, den Stream einmal neu zu starten. Aber dachte mir so, nö. Braucht's nicht. So, perfekt. Perfekt.
Welt 3 noch nicht ganz abgeschlossen. Ich hoffe, Mopsy kommt jetzt. Das wäre jetzt sehr, sehr geil, wenn Mopsy kommt. Ansonsten muss ich mich einmal umbringen und dann sollte er kommen. Und Mopsy ist nicht da. Oder ist es schneller... Ja... Oder ist es schneller, jetzt dieses Bowser Junior Level zu machen? Warum erscheint der nicht? Der muss eigentlich erscheinen. Was ist voll gemein, dass der nicht erscheint. Okay. So. Und erscheint nicht, okay. Gut, dann machen wir erstmal den. Und dann schießen wir uns einfach zu Welt 6 später. Genau, bei Welt 5 haben wir ja den eh alles. Das passt dann. Kevin! Stube, danke dir für dein Abo! Und herzlich willkommen auf dem Kanal, willkommen im Stream. Und willkommen in der Blue Crew. Sehr schön. Und Love You, willkommen. Willkommen. Magst du Pokémon? Ja. Und mit der 8. Generation wird dann auch wieder durchgestartet. Und ich hoffe, dass der Mopsy nach diesem Level auftaucht. Ansonsten habe ich wirklich ein kleines Problemchen. Ah, der muss auftauchen eigentlich. Weil das ist ja offiziell... Ich weiß nicht. Wir hoffen mal, dass er kommt. Das hoffen wir mal. Und wenn nicht, ja, dann habe ich... Dann bringe ich mich einmal um und dann... Und dann sollte er spätestens kommen. Wenn er dann nicht kommt, dann ist das Verarsche. Easy! Easy! Der Pizza-Service ist voll. Danke dir für 2 pralle weitere Eier. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt muss ich mir wirklich irgendwann wirklich mal eine Pizza bestellen. Also wie gesagt, ne, wenn ich einen 12-Stunden-Stream mal mache, also einen geplanten 12-Stunden-Stream, dann werde ich mir wahrscheinlich eine Pizza bestellen. Genau. Ich habe noch kein einziges Pokémon gespielt. Dann wäre mit Pokémon Let's Go eigentlich ein sehr guter Start gewesen. Zum Einsteigen. Okay. Ich glaube, Josef Wolfgang ist wieder so eine berühmte Person. Meldungen haben keinen Ton bei mir. Ja, die Alerts sind leider kaputt. Ja. Das war nicht schlau, Toilette. Aber egal, da wir mit... Wir könnten auch eigentlich mit Welt 7 starten. Wer braucht schon Splits? Ah, ich verliere meine Eichel ja sowieso. Ach, scheiße. Ach, scheiße, dieser Treffer war dumm. Das war der dümmste Treffer überhaupt. Okay, ich muss mir mal einen Gedanken machen. Welt 7 zuerst. Welt 7 zuerst und dann Welt 6. Wie klingt das? Klingt das gut? Ja, 64 Speedruns mache ich auch, aber aktuell nicht. Oh, dieser Mopsy. Ah, wobei. Ich muss ja jetzt immer noch den Mopsy nachholen von Welt 3. Also ich kann theoretisch Welt 7 machen zuerst. Weiß nur nicht, ob ich das machen soll. Das ist die Frage. Das ist die Frage der Fragen. Ich glaube, Pier-Eicheln hätte ich genug am Start. Ha. Ha, schwierig. Schwierig. Aber ich glaube, ja. Oh Gott. So, jetzt hoffe ich erstmal, dass Mopsy erscheint. Wenn er nicht erscheint, muss ich mich einmal umbringen. Dann bin ich ja sowieso klein.
Und dann kann ich weiter überlegen. Oh Gott. Okay. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ist deine Entscheidung. Ich hoffe, dass Mopsy jetzt erscheint. Und dann können wir Welt 6 machen. Ganz normal. Okay, Toadette freut sich. Und, nice, Bayern. Und er ist nicht erschienen. Das Arschloch ist nicht erschienen. Oder ist er da? Nein, er ist nicht da. Fuck. Und, oh, ich kann mich hier nicht schnell umbringen. Ah, okay. Mopsy ist ein Arschloch. Das ist confirmed. Ja, also dass ich sterbe in diesem Run, das war klar. Dass ich so sterbe oder dass ich das machen muss. Das ist kacke. Das ist leider kacke. So, jetzt bist du da, Mopsy. Ja, jetzt ist er da, okay. Gut, na immerhin. Ja, Mopsy. So, soll ich mir eine Eiche holen oder nicht? Erstmal einen Stern. Ich habe 3 Eicheln noch zur Verfügung. Und ich hole mir auf jeden Fall, ich mache auf jeden Fall einen Pilz weg, genau. So. Ich glaube, das passt so. Das passt. Genau. Mew, willkommen zurück. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Perfekt. So. Ich habe gerade stundenlang versucht, die Mario Kart Online-Probleme, die ich seit gestern plötzlich habe, zu lösen. Ach so, du hast das seit gestern plötzlich. Okay. Das ist komisch. Das ist eigentlich nicht normal. Und davor konntest du immer gut spielen. Das ist dann tatsächlich, keine Ahnung, ein bisschen untypisch. So, machen wir Welt 7 zuerst. Nee, wir machen jetzt die Karnes-Meme, komm. Wir machen die jetzt. Und das passt dann. Und kriege ich hier eine Peachette? Ich weiß es nicht. Aber eine Eichel. Ich gönne die mir. Das passt schon. Fussi-Felsen, let's go. Mopsy mag ich nicht. Jawohl. Wer mag Mopsy? Niemand mag ihn. Oh Gott. Das darf er niemals erfahren, dass ich das gesagt habe. Zum Mopsy. So, das passt. Jawohl. Hast du einen Rekord? Ja, den habe ich. Und ich will ihn jetzt allerdings nochmal schlagen. Das wäre cool. So, und Christoph, du fällst ständig mit diesen Fragen auf. Und irgendwann wird es dann nervig mit, was ist dein Hass-Pokémon, was ist dein Lieblings-Pokémon. Das ist immer das Gleiche, was du fragst. Einfach mal da diese Fragen nicht mehr stellen. Genau. Das wäre ganz gut. Und irgendwann muss man es dann auch mal sagen. Jawohl. Versuchst du einen Rekord zu brechen? Ja. Das versuche ich. So. Und hier kann ich, denke ich mal, auf jeden Fall viel Zeit gut machen. Ich bin hier zweimal bin ich gestorben, ne? Okay. Let's go. Ja, Nintendo-Spieler werde ich gehen. Am 23. März. So, Stachelfischhöhle. Let's go. Let's do this. Und ich hoffe, der macht jetzt keinen Scheiß mit mir. Der Gute. Oh Gott, okay. Oh Gott, ich hab grad meinen Finger vom Rennknopf gemacht. Okay, alles klar. Dum, dum. So, komm her. Ja. Sehr gut. Dum, 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 dum. Ba, ba. Dum, dum, dum. Hallo? Okay. Toadette fliegt nicht richtig. Dum, dum. Dieses Arschloch. Okay, egal. What the fuck? Hallo? Toadette? So, Starcoin, schön und gut. So, hier ist ein Power-Up drin. Ja, okay.
What the fuck? Okay. So, hier muss ich jetzt unten durchschwimmen, Leute. Okay. Aber oh, das ist nicht so schlimm. So, hier gibt es keine Eiche für mich. Okay. Dieser Stachelfisch. Dieser Stachelfisch, dieser böse Fisch. Jawohl. Dieser Fisch ist böse, aber ich sollte es jetzt geschafft haben. Ich glaube, ich muss nicht nochmal ins Wasser. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, perfekt. Jo, im Endeffekt war das auch trotzdem ein gutes Level hier. Bin ich halbwegs zufrieden. Sehr gut. Entspannt bis 11. Nein. So lange geht das Team nicht. So. Gut, das Gute ist jetzt bei Bum Bum, brauche ich eh den Mini-Pilz. Von daher hätte ich jetzt die Power-Ups sowieso verloren. Von daher passt das. Sehr gut. Wirst du Mario Maker 2 spielen? Ja. Werde ich. Und es gibt tatsächlich Leute, die das fragen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du dich auf meinem Kanal noch nicht umgeguckt hast. Ich gehe mal davon aus, dass du neu bist. Und Mario Maker hat bei mir einen sehr großen Stellenwert. Und Mario Maker 2 entsprechend hat auch einen sehr großen Stellenwert. Und ja, ich werde Mario Maker Videos machen und auch Streams. Jawohl. Ultimate Gamer Stars, willkommen. Willkommen im Stream. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil hier zu sterben wäre äußerst unangenehm. So. Okay, ups. Ja, ich warte mal hier ab. Okay. So, ich hasse das. Ja, und dann kommt... kommen die so. Okay. Die kommen aber heute richtig eklig raus. Aber egal, kein Tod. Kein Tod. Wir machen das safe. Perfekt. Wirst du auch Abonnentenlevel spielen? Ich gehe mal davon aus, dass du auch neu bist auf meinem Kanal. Ja, ich werde auch Abonnentenlevel spielen. Das werde ich sogar größtenteils tun. Und daher, falls noch jemand Neues ist und Interesse an Mario Maker hat, auch an Mario Maker 2 dann, abonniert den Kanal. Es lohnt sich. Streamst du ernsthaft schon seit 10 Uhr? Ja. Also ein 100% Run, der geht schon einige Zeit. Muss man so sagen. Und Benboy, willkommen. Willkommen im Stream. Dim, 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 dim. So, und der Secret Exit hat gut geklappt. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, ich habe immer ein bisschen Schiss vor diesem Secret Exit. Okay. Let's go. Nicht speichern. Und man kann auch hier direkt einfach nur B drücken. Dann spare ich mir auch nochmal, keine Ahnung, 0,2 Sekunden. Jawohl. So, und jetzt noch der normale Exit. Wirst du morgen Mario Maker streamen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Und warum habe ich immer noch Mini-Pilz am Start? Ja, wobei, vielleicht bin ich damit ein bisschen schneller unterwegs. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. So, Checkpoint nehme ich aber mit. Sicher ist sicher. Kann man mit einem Mini-Pilz den Bum-Bum töten? Müsste man eigentlich, oder? Oder wird man da automatisch groß? Heißt das jemand? Oh mein Gott, pass auf. Aber ich werde mir oben auf jeden Fall den Pilz holen. Oder am besten hier schon. Am besten hier schon, hier gibt's ja einen. Ja, okay, gut. Das probiere ich nicht aus. Oh mein Gott, und die kommen schon wieder so eklig runter. Egal. So, hätte er mich getroffen, dann hätte ich... Dann wäre mir das auch egal gewesen. Okay, passt, perfekt. Hi, bin neu hier, hab dich auch schon abonniert. Danke dir, das freut mich und herzlich willkommen in der Blue Crew. Jawohl. Ich bin der zweite Account von dem. Okay. Hast du den Weltrekord schon? Ja. Das ist meine Zeit. Das ist meine Zeit. Ich habe den Weltrekord. Und ich möchte hier die Zeit nur noch mal ein
bisschen verbessern. Okay. Dieser Bum-Bum ist komisch. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank passt das. Gott sei Dank passt das. Sehr gut. Aber zu viel Limber getrunken. Okay. So, nehme ich mir jetzt eine Eichel oder nicht? Ich nehme mir eine Eichel, Leute. Das habe ich vorher auch so gemacht. Das mache ich auch so und ich muss hier nur den B-Knopf drücken. Dann speichert der schon automatisch. Okay, und dann habe ich noch eine Ersatzeichel. Alles klar. Sehr gut. Jetzt erstmal essen und dabei den Stream genießen. Okay. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. So, oh mein Gott. So, kriege ich den Stern noch? Das wäre cool. Ja, okay. So. Oh ja. Ach Gott. Okay, so, passt. Mehr Sterne will ich gar nicht. Mehr Sterne will ich gar nicht. Perfekt. Herzlichen Glückwunsch zum Weltrekord. Danke dir. Danke dir. Oh mein Gott. So, das war aber... Oh, das war eigentlich gar nicht mal schlecht. Das war nicht schlecht. Gibt's einen No-Damage-Speedrun-Weltrekord. Also, im Any-Percent-Speedrun, da sollte man sich sowieso nicht treffen lassen. Also, das No-Damage, das ist quasi inklusive. Und, jawohl, den Sternhammer. Das ist auch sehr wichtig für die... für diese Münze, damit wir hier auf jeden Fall, egal wie der Fire Bro agiert, dass ich die ohne Probleme kriege. Sehr gut. Nice. Meine 25 Euro Donation wird nicht in der Laufleiste angezeigt. Schade. Ja, das ist das Problem bei Super Chat Donations. Die werden da leider nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum. Warum das Typing nicht hinkriegt. Also die Alerts kommen. Aber das wird da unten nicht angezeigt in dem Laufband. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, warum. Das kann mir auch leider keiner erklären. Vielleicht schreibe ich da Taipi mal an. Vielleicht haben die da irgendeine Erklärung. Wer weiß. Auf jeden Fall, ich finde das selber leider nicht so geil. Aber ich bedanke mich trotzdem nochmal für die Donation. Und meine Güte, Toadette. Toadette hat hier ein bisschen zu viel Spaß. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, auch wenn es dann nicht angezeigt wurde. Jawohl. Oh Gott. Aber das Lustige ist, da bei den Live-Events, da in dem blauen Kasten, da werden Superchat-Spenden angezeigt, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher, aber ich glaube, da werden die Superchat-Donations angezeigt. Also das ist sehr kurios. Sehr kurios. Gerne. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Pipe hat doch noch nie Superchat-Spenden dort angezeigt. Nur beim Kasten. Ja, das wundert mich halt. Das wundert mich halt, dass das nur beim Kasten angezeigt wurde. Oh mein Gott, das war ein dummer Fehler. Oh, wieso verschenke ich meine Eichel so billig? Also so werde ich den Speedrun wahrscheinlich auch nennen. Billige Fehler. Jawohl. Oh mein Gott. So, Peachette, auf die verzichte ich. Ich will im nächsten Level eine Eichel haben. Weil die kann ich theoretisch auch in dem... Oh, nee. Weiß nicht. Oh, das ist jetzt meine allerletzte Ersatzeichel. Das ist nicht so geil eigentlich, aber... Egal. Egal, ich riskiere das. Das sollte passen. Oder? Ja. Ich hätte jetzt hier vielleicht nochmal fast eine Ersatzeichel gekriegt. Dann lieber den Link in der Beschreibung nutzen, anstatt Superchat. Ja, also wer die Möglichkeit hat, über Typey Stream zu spenden, spendet auf jeden Fall über Typey Stream und nicht über Superchat. Jawohl. Das ist noch lange nicht durch der Run. So, perfekt. Das ist halt meine letzte Eichel. Ich sollte die jetzt nicht verlieren. Das wäre sehr gut. Und dann gucken wir mal.
Dann gucken wir mal. Oh mein Gott. Oh Gott, wieder ein schneller Wurf. Okay. Perfekt. Was ist diese Pi-Eichel? Mit der Pi-Eichel kannst du unendlich oft fliegen. Und die kriegst du von Mopsy geschenkt, wenn du... Oh ne, die kriegst du von Toad geschenkt, wenn du Mopsy fängst. So ist es. Jawohl. Leider habe ich keine Reste mehr auf meiner Paysafe-Karte. Kein Problem, kein Problem. Alles kein Problem. So, ich überlege mir jetzt auf den Stern zu gehen. Naja, aber das Timing... Das wäre absolut Luck, wenn ich diesen Stern kriegen würde. So, und ich brauche den Secret Exit. Ich brauche den Secret Exit. Okay. Das war knapp. So, das war perfekt. Nice. So. Bin doch nochmal da. Willkommen zurück, Jan. Biathlon, willkommen. Dylan Pohlmann, willkommen. Willkommen im Stream. Braucht man die für was Besonderes? Ja. Für gewisse Level brauchst du die Pi-Eicheln. Und da kannst du gewisse Level noch schneller abschließen. Und die Level, wo wir die benötigen, die kommen jetzt gleich relativ schnell hintereinander. Aber gut, noch dauert das ein bisschen. Aber in Welt 7 ist es dann soweit. Da werde ich dann zum zweiten Mal in diesem Run eine Pi-Eichel rausholen. Weil eigentlich zum dritten Mal. Genau. Oh Gott, warum mache ich das so? Ah! So. Okay. Konzentration. Die Tower sind immer sehr schwierig. Genau, beim Aufzug, da wird die Pi-Eichel auch genutzt. Da ist die sehr, sehr wichtig und da kriegt man die Starcoins eigentlich so im Vorbeigehen. Genau. Okay. So. Ach, leck mich! Blöder Arsch. Ja. Scheiße. Okay. Dann ist jetzt Pichette am Start. Fuck! Ich hoffe, kein Tod ist jetzt am Start. Das wäre sehr, sehr bitter. Okay. gibt's im nächsten Level einen Pichette, eine erreichte? Ne, ich glaube nicht. Von daher hole ich mir diese hier. Aber die kriege ich nicht so leicht. Oh mein Gott! Warum ist dieses Schraubteil so scheiße? Kommt das auch mal wieder zurück? Danke. Ah! Jetzt rage ich hier. Ah! So. Er braucht schon Pichette, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Nein, du kriegst mich nicht. So, stirb! Danke! Danke, Mann! Ah! Oh Gott! Ah, so! Oh, fuck! Das fühlt sich gerade so wie ein Tod an. Ach, du heilige Scheiße! Ah! Aber egal, alles gut. So, danach kommt Roy's Castle. Und ich habe halt keine Eicheln. Das ist das Problem. So, dich besiegen wir so. So wie immer. Eventuell mache ich das erste Level von Welt 7. Und dann habe ich da quasi wieder meine Eichel. Eventuell ist das eine gute Idee. Shadow Hedgehog, willkommen. Ist das eine gute Idee? Ich überleg grad. Hm.
Ah, das ist eigentlich eine gute Idee. Und im Normalfall behalte ich die Eichel dann auch. Wenn alles gut läuft. Ist zwar sehr riskant, aber... muss ich, glaube ich, machen. Kann ich aufhören, deine Streams zu gucken. Das freut mich. Da gibt's hier einen Pilz. Ja, hier gibt's einen Pilz. Sehr gut. Ja, das ist nice. Und jetzt sich nicht erschlagen lassen. Ich habe hier genug Zeit für diese Starcoin. Sehr gut. Und... ah, oder mache ich das nicht? Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Also rein von den Splits her sollte ich das erste Level von Welt 7 nicht machen. Und so eine kleine Vergleichszeit wäre eigentlich schon mal ganz nett. Damit ich so ungefähr weiß, wie der Run steht. Ah, zu Hause. Nice. Das ging ja schneller als eine halbe Stunde, glaube ich. Und willkommen zurück. Nice. Julian, willkommen. Simson Phantom, willkommen. Okay. So, kratz ab. Ich muss nochmal zum Auto-Handy vergessen. Oh Gott. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Oh Gott, okay. Okay, sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Streamingzeiten. Sonntag 10 Uhr, das ist die einzige feste Zeit. Ansonsten, wenn ich streame, dann abends. Jawohl. Weil ich bin schon dazu geneigt, das erste Level zu machen. Von Welt 7. Ach, scheiße. Ich kann ja theoretisch den Split vor dem letzten Level hier setzen. Oder vor Roy. Vor Roy. Ja. Scheiße. Ah, nee, egal. Jetzt habe ich es eh verkackt. So, Karnesmin. Ich dachte, jetzt kommt nochmal das Intro, wo ich kurz überlegen kann. Aber nein, das Intro kommt nicht mehr. Natürlich nicht. So, jetzt kommt ein lustiges Level, Leute. In Anführungsstrichen lustig. Mal gucken. Mal gucken. Stream geht so lange, wie er geht. Ja. Und jetzt konzentriere ich mich hier, damit das möglichst im First Try klappt. So. Oh, ich hasse die erste Starcoin. Ich hasse eigentlich alle Starcoins hier. Gut, jetzt kommt der rote Ring. Ah, Pichette. Ja, versaut. Okay, egal. Egal. Wer braucht schon Pichette, ne? Wer braucht die schon? Im nächsten Level kriege ich die eh. Aber eben nur Pichette. Egal. Und Elektra, willkommen im Kindergarten. Aber hier ist... Du hast den Kindergarten leider verpasst. Der Kindergarten ist in irgendeinem... ist in einem Fortnite-Stream oder so. Oh Gott, bitte benimm dich. Genio. Ansonsten beim nächsten Mal, wenn du nochmal spammst, wirst du gesperrt. Dauerhaft. Und jetzt kriegst du einen Timeout. So, perfekt. Perfekt. Pichat, wer ist das? So. Okay. So, der Stern. Den Stern habe ich ganz gut bekommen, glaube ich. Das passt. Und okay. Okay. Gut. Puh. Das ist immer hier die Herausforderung. Grüßsorger, willkommen. Timri, willkommen. Wenn ich den Stern bekomme, dann bin ich glücklich. So, 65, nice. Er hat letztes Mal schon gespammt. Ach so. Okay. Dann passt das. Dann passt das. Bäume sind toll. Ja. Mopsi ist am Start. Und den gönnen wir uns jetzt. Yep, du kannst dich nicht verstecken von mir.
Willst du Speedrun ohne 100% machen? Ja. Aber jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Nenne ich Mike. Nee, ich nenne dich in der Regel... Also ich nenne die Regel... Ich nenne die Leute in der Regel so, wie sie auch hier sich auf YouTube nennen. Und... Ups. So, ich hoffe, den Mopsi kriegen wir schnell. Und wir nehmen Pichat mit. Jawohl. So. Okay. Ah, Pichat. Okay, 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 okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich hasse Mopsi. Ja. Und eventuell. Oh, eventuell kriege ich hier eine Eichel. Oh, wenn ich hier gut die Stampfattacke setze, dann kriege ich die Eichel vielleicht noch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Du kannst einen Starman durchs ganze Level machen. Das geht in einigen Leveln tatsächlich. Das ist mir bekannt. So, let's go, Pichat. Und eventuell kriege ich hier die Eichel wieder. Das wäre super gut. Alles klar, Lina. Bis dann, mach's gut. Wenn ich hier jetzt wieder die Eichel kriegen würde, das wäre perfekt. Aber das ist halt reines Glücksspiel. Oh Gott. Okay. Und der Sound von Pichat, der hat sich gerade super nach Toadette angehört. Und das war... Das war sehr gestört irgendwie. Oh Gott. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass ich die Eichel kriege. Ja, vielleicht. Wenn du deine Stampfattacke gar nicht setzt, Pichat. Ja, dann natürlich nicht. So, jetzt brauche ich den normalen Exit. Okay, passt. Maler Exit. Jawohl, und... Oh gut. Pichat. So, Let's Play Nummer 1. Wenn du heute auch nochmal mit Spam auffällst, dann wirst du auch dauerhaft gesperrt. Genau. Wir sind doch nicht im Kindergarten. Aber wer sich Let's Player Nummer 1 nimmt, ne, und dann spammt, braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Aber es ist ja irgendwie lustig, ne? So, und Pichat, geh rein. Geh hier in das Level, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Piranha-Pflanzen laufen, ja, das haben die gelernt. Und jetzt muss ich dieses Horror-Level hier machen. Wobei, in Kombination mit Stern ist das gar nicht mal so schwierig. Aber... Hier gibt's einige Dinge, die nicht so leicht sind. So. Okay. Hier noch nicht gleiten. Und, na, das traue ich mich nicht mit Pichat. Normalerweise kann man auch die Starcoin von unten nehmen. Aber da Pichat so langsam ist, weiß ich nicht, ob es vom Timing her gepasst hätte. Und daher lieber nicht. So, hoch mit dir. Oh mein Gott. Okay. Nehm nicht, Pichat. So, Pichat, die will noch nicht so ganz. Die ist noch nicht ganz aufgewärmt, glaube ich. So, vielleicht bringt ihr einen Stern was. Wer weiß. Und die Krone brauche ich. So, in Kombination mit dem Stern sollte das hier kein Problem sein. So, jetzt habe ich nur den einen Gegner, aber der juckt mich nicht. Perfekt! Perfekt. So. So. Perfekt, perfekt. Ich hoffe, dass du das Spiel in den letzten Wochen durchgespielt. Ja, schon einige Male, ne? Aber nicht zu 100%. Woher doch, letztes Wochenende habe ich es zu 100% durchgespielt. Dieses Wochenende auch. Und jetzt, Roy. Hast du beim Any% Run wirklich deinen Weltrekord? Ja. Und... Pichat! Okay, wir warten. Wir machen safe. Wenn Pichat nicht will, dann machen wir das safe. Und der Steinkauker kommt super schnell runter.
Und ja, auch hier machen wir das safe. Aber Hauptsache kein Tod. Das Tod wäre absolut undankbar. Mein Abend ist gerettet. Blue streamt bis zum bitteren Ende. Jawohl. Jawohl. Ja, bei so viel Training, das ich reingesteckt habe, da kann ich mich nicht mit einem Run zufrieden geben. Jawohl. Aber ein dritter wird nicht kommen. Zumindest nicht auf diesem Kanal. So, roten Ringe brauche ich nicht. So, und jetzt, ich hoffe, ich kann auch hier mit Peachette gleiten. Aber das funktioniert. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Nice. Bis wie lange geht der Stream? Er geht noch ungefähr 1,5 Stunden. Bitte. Würde ich jetzt mal so schätzen. 300 Zuschauer sind wir. Wir sind halt immer konstant 300 oder so. Und das ist krass. Das ist jedes Mal aufs Neue krass und der Stream ist schon fortgeschritten. Das ist nicht der Anfang, sondern das ist schon fortgeschritten, das Stream. Sehr gut. 100% mache ich heute nicht. Hier wird es auch kein Fortnite geben. Ne. Hier gibt es kein Fortnite. Nur noch 90 Minuten. Heul, heul. Ja. Yep. Oh Gott, Roy, komm raus. Okay, perfekt. Perfekt. Und wir sind tatsächlich im Minus. Und das sogar eigentlich ziemlich gut. Nice. Minus 1,31. Puh, krass. Krass, 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 krass. Und jetzt brauchen wir die Pioche. Aber das kann sich hier in Mario Bros. U Deluxe sehr schnell ändern. Der Vorsprung. Von daher, strengen wir uns an. Oh, das enttäuscht mich nicht. Spielt's auch Zelda? Ja, also das Zelda, was dann für die Switch rauskommt, werde ich auch spielen. Vielleicht auch noch ein anderes Zelda vorher, mal gucken. Und ansonsten habe ich auch schon Breath of the Wild komplett durchgestreamt. Jawohl, ups. Und Zelda, ja, kommt hier auch. Aber der Fokus auf diesem Kanal ist schon eher so Mario. 35.881 Abos. Echt? So viele? Krass. 36.000 heute? Bezweifle ich. Oh Gott, oh Gott. Oder wir sind heute wieder 200 oder 300 Leute sind dazugekommen. Das ist jedes Mal unglaublich. Das ist heftig. So, und, oh mein Gott. Okay. Jetzt war ich ein bisschen verwirrt. Zwecks Input. Okay. So, und hier versuche ich jetzt mal durchzufahren. Aber natürlich klappt das nicht. Natürlich. Ja. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Vor allem habe ich jetzt in den nächsten Leveln keine Eichel mehr. Aber ich habe ein Backup. Sprich, ich nehme jetzt die Eichel. Ich nehme jetzt eine weitere Pier-Eichel. Auch wenn mir das ein bisschen wehtut. Aber die nehme ich jetzt. Jawohl. Oder? Ja, lohnt sich schon. Weil beim Firebro oder beim... Ah. Ja, komm. Oh, das war ein unnötiger Treffer. Aber egal. Passt, passt, passt. Tony Bolt, willkommen. Spielst du nur mit Peachette? Nö. Also du siehst ja, ich spiele nur mit Toadette. So, ich werde jetzt hier nichts Riskantes versuchen. Sondern ich werde das hier so durchspielen, als ob ich keine Pi-Eichel hätte. Wobei, Scheiß drauf, ey. Okay, oh mein Gott, war das riskant. Das war riskant. Okay, okay, okay. Scheiße. Man kann, wenn man eine Pi-Eichel hat, dann kann man nicht normal spielen. Oh Gott. Okay. Okay, okay, okay. Gut.
Mixans, willkommen. Willkommen zurück. Oh Gott. So. Jetzt die letzte Coin. Die kriege ich aber... Die kriege ich normal, oder? Ja, halt auch mit der Pi-Eiche. Okay, gut. So, perfekt. Perfekt, perfekt. So. Okay, nice. Nice, nice, nice. Mixans, HD, willkommen. Wirst du Smash Ultimate streamen? Wenn ein Update wieder rauskommt, dann ja. Aber so an sich nicht mehr so viel. Eher weniger. Trinkst du Bier? Nein. Das ist Energy Drink. So. Und das Level von vorher. Das Level hier jetzt. Das sollte eigentlich auch ganz gut gehen. Sollte man auch eigentlich relativ schnell machen. Ich hoffe, der Mopsi kommt schnell jetzt dann raus. Der Ben, willkommen im Stream. Danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Willkommen in der Blue Crew. Und willkommen im Stream. So, okay. Fuzzies. Okay. Perfekt. Okay. Platz für Toadette. Macht alle Platz. Alle weg. Toadette muss schnell vorbei. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht lame getroffen vom Lakito. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich habe keine Pi-Eiche mehr. So, eins, zwei. Okay. Okay, okay. Nicht gut. Zum Glück gibt's hier dieses Peachette-Backup. Ah, fuck. So, jetzt muss ich den Karmic Tower... So, jetzt muss ich mit Peachette spielen. Also in der Theorie könnte ich mir noch eine Eichel gönnen als Backup. Ah, soll ich das bei Karmic probieren? Ah, da werde ich 100 Pro getroffen eigentlich. Lukas, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf Kanal, willkommen in der Blue Crew und willkommen im Stream. Und Octoteufel44, willkommen im Stream. Auch dir danke ich für dein Abo. Das lohnt sich eigentlich nicht für zwei Level. Nee, wir machen das mit Peachette, komm. Peachette, du kannst jetzt zeigen, was du drauf hast. Wobei der Karmic Fight, der geht mit Peachette auch. Das ist kein Problem. So, aber die Star Coins. Abonniert meinen Kanal für Fortnite Let's Plays. Macht ihr erstmal ein Profilbild. Und hör mit der Eigenwerbung auf. So, oh mein Gott. Ja genau, das habe ich erwartet. Das sind andere Inputs, die ich hier brauche. So. Und ich darf eigentlich gar nicht klein werden hier. Fällt mir gerade so ein. Ansonsten, ja, dann... Ansonsten komme ich nicht so leicht an diese Starcoin. So, perfekt, perfekt. Das war gut, das war gut. Das war gut, das war gut, das war gut. So, Checkpoints brauche ich nicht. So. Okay, das war gut. Oh Gott, Peachette. Peachette! Peachette gibt alles. Peachette gibt alles. So, das kriegst du auch gut hin, hoffentlich. Ja, okay, gut, das passt. Das war auch schneller als beim letzten Mal, das weiß ich. Weil da bin ich hängen geblieben. Jawohl. So, perfekt. The King's Sheep, willkommen im Stream. Danke für dein Abo. Und willkommen auf dem Kanal. Und genau, in das Loch. Da kann man durchaus auch gequetscht werden, wenn man zu viel will. Von daher wollte ich jetzt nur in das Loch kommen. So, perfekt. So, das war ein guter Karmic Tower. Dafür, dass ich den mit Peachette gemacht habe. 496, jawohl. Wie bist du so gut in Mario geworden? Mit viel Training. Übung und Fleiß, Durchhaltevermögen. Jawohl. Übung ist alles. Ja, ein bisschen Skill gehört auch noch dazu. Aber prinzipiell, wenn man viel übt, dann passt das in der Regel. Und dann, perfekt. Und wow, Karmic ist wieder super lieb zu mir. Habt ihr das gesehen? Karmic ist geil. Karmic ist heute echt geil zu mir. Sehr gut.
Und Utopia, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal, willkommen im Stream. Und willkommen in der Blue Crew. Jawohl. Und, genau. Willkommen im Stream. So, und ich muss mir angewöhnen, hier einfach nur den B-Knopf zu drücken. Das kann ich hier machen. So, und ich hoffe, Mopsy kommt jetzt gleich. Aber selbst wenn nicht, wäre das jetzt nicht so dramatisch. Und, oh Gott, Leute. Oh Gott, Leute. Gleich kommt der Raum mit den Boxern. Und ich habe sowas von keinen Bock auf diesen Raum mit den Boxern. Oh shit. Eine Jugendsprache, Kamek ist Ehrenmann. Ja, heutzutage ist jeder ein Ehrenmann. Heutzutage ist jeder ein Ehrenmann. Oh Gott. Hab dich abonniert. Danke dir. Ehrenmann. Und Manu, Ehrenmann. Danke für dein Abo. Kamek war lieb. Danke dir für den Kommentar. Ehrenmann. Ja, jetzt ist jeder hier Ehrenmann. Okay, okay. Die Boxer. David Böttger, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen. Die Boxbolde, ja. Die Boxbolde sind scheiße. So, letztes Mal habe ich hier dreimal gebraucht, bis der da geboxt hat, wo ich wollte. Hallo? Du blöder Ba... Boah, leck mich. Was ist das? Kein Ehrenmann. Der ist kein Ehrenmann. What the fuck, ey? Ich hasse diesen Boxtypen. Scheiße. Ehrenfrau, ja, Ehrenfrau, Ehrenbus, ne? Ehrenyoshi. Ich hasse diesen Boxer. Ich muss mir da unbedingt anschauen, wie ich den besser hinkriege. So, komm her. Komm her. So, au, au, au. War das für den... Das... Ah, ihn einfach einmal treffen. Ihn einfach einmal treffen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee und dann macht er quasi... Dann braucht er gar keinen Richtungswechsel quasi. Okay. So, perfekt. Gratis Döner für alle. Ehrenmann. Danke für dein Abo. Und herzlich willkommen in der Blue Crew. Willkommen im Stream. Jawohl. Das war gut. Die Ehrenboost, ja. Oh Gott. Nee, in die andere Tür muss ich später rein. Ja, okay, passt schon. Passt schon, ich mache alles richtig. Okay. Sehr gut. So. Die Pichat, die gönnen wir uns. Und dann runter mit dir. Und rauf mit dir. Ah, okay, egal. Nimm die Starcoin, Pichat. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, passt. Hast du heute Mittag den Weltrekord geschafft? Ja. Der ist gebrochen. Der ist gebrochen. Und ich versuche jetzt quasi nochmal meinen eigenen Rekord direkt nochmal zu brechen. Und das sieht bisher ganz gut aus. Und Max, Maxerberg, willkommen. Willkommen im Stream. Und Shiny Evoli, willkommen. Restarte nicht. Es wird hier keinen Reset geben. Es wird hier keinen Reset geben. Jawohl. Das ist ein Rekord, Ehrenmann, ja. Und Mopsy sollte jetzt nach diesem Level kommen. Ansonsten ist er kein Ehrenmann. Ansonsten muss ich nochmal einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Weil der Umweg wäre jetzt nicht so dramatisch. So, wichtig ist, dass ich jetzt diese Coins kriege und am besten Pichat behalte. Jawohl. Wobei, ja, brauche ich eigentlich nicht zwingend behalten. Knife, und du bist gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und das sind sogar Leute, die einerseits einen total dummen Namen haben und andererseits nicht mal ein Profilbild haben. Und die machen bei anderen Streams Eigenwerbung. Was zur Hölle? Was ist mit diesen Leuten falsch? Was ist mit diesen Leuten falsch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber so ist die Fortnite-Community, Leute. So ist die Fortnite-Community, Leute. Unehrenhaft. Mopsy Ehrenmann. Ja. Ich hoffe, er ist ein Ehrenmann.
Ansonsten, ja, geht das auch so eigentlich klar. Hoffentlich. So, jetzt muss ich in die Tür. Und... oh ja, jetzt kommt dieses Dackeln. Okay. Und... ich glaube, hier habe ich auch einen Fehler gemacht. In meinem anderen Run. Ah, da bin ich nicht direkt in die Tür gekommen. So, ich warte mal ab, bis ich ein bisschen weiter nach oben komme. So, kann ich das jetzt machen? Nee! Oh Gott, das ist... das war gemein. Werber gleich Unehrenmänner. Ja. Oder Unehrenkinder. Man muss ja sagen, Unehrenkinder. Oder Unehrenbabys. Why Kinder? Kinder ist, glaube ich... Kinder ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Unehrenkinder sind das. Als ob du immer noch streamst. Was hast du gegen Fortnite? Ich habe nichts gegen Fortnite. Ich habe was gegen die Community. Gegen einen Großteil der Community. Und das sind nicht alle so, leider. Oder, Blaus heißt leider. Das sind nicht alle so schlimm. Aber leider ein Großteil der Community ist in Fortnite einfach kacke. Das muss man einfach so sagen. Das müssen auch die Fortnite-Spieler sich eingestehen. Die auf der positiven Seite stehen. Jawohl. Perfekt. Und eher ein Baby, ja. Vielleicht. Nee, 2-Stunden-Stream ist nicht geplant. Und verdammt, wäre ich eine Sekunde schneller gewesen, hätte ich eine Ersatzeiche gekriegt. Verdammt. Egal. Wirst du das neue Yoshi streamen? Ja, definitiv. Definitiv wird das gestreamt. Und? Ist Mopsy ein Ehrenmann? Glaube nicht. Glaube nicht, oder? Bitte, Mopsy. Bitte erscheine. Wobei, wenn er nicht erscheint, wäre das jetzt nicht so schlimm. Aber er erscheint. Okay. Mopsy Ehrenmann. Sehr gut. Und... ich habe aber keinen Stern. Aber egal. Brauche ich hoffentlich nicht. Brauche hoffentlich keinen Stern. Oh Gott. Oh Gott. Hab's durch. Okay. Let's go. Let's go. Let's do this. Oder... nee, Peachette war hier auch nicht vorhanden, ne? Nö, Yoshi. Oh, hier wäre Peachette gewesen. Aber die brauche ich nicht. Fuck, jetzt wollte ich ihn greifen. Und der hält nicht an bei den Pflanzen. Na gut, dann rüste ich auch auf. Dann rüste ich auch auf. Ich dachte, der hält an bei den Pflanzen. Okay. Ah, oh, hätte ich mir doch hier einen Stern nehmen sollen. Vielleicht. Oh, im Nachhinein ärgert mich das. Und ja, komm. Sehr gut. Und der Stachy hatte nichts mehr zu sagen, Leute. Sehr gut. Der Mopsy mobst alles. Ich dachte, der hält an vor den Pflanzen. So, dass man ihn greifen kann. Habe ich mich wohl getäuscht? Keine Ahnung. Egal. Super Kanal, hab gleich abonniert. Danke dir, freut mich. Freut mich zu hören und willkommen in der Blue Crew. Jawohl. Bei Max. Ah, aber du kannst in jeden x-beliebigen Fortnite-Stream gehen. Du wirst eine Community erleben, die einfach scheiße ist. Muss man so sagen. Okay. So. Der Großteil, ne? Wir gehen immer vom Großteil aus. Und Face 2055, willkommen. Es gibt ja auch Leute, die sich gut benehmen. Oder normal benehmen. Oder zumindest normal, genau. Ah, kenne ich auch einige. Ups, okay. Okay. So, Starcoin! Nimm die Starcoin doch! Okay, alles gut. Durchatmen, tief durchatmen. Dieses Starcoin ist so kacke. Da wird man sehr, sehr leicht getroffen. So, perfekt. Ich krieg keinen Peachat Power-Up. Aber egal. Brauche ich, glaube ich, nicht. Beim nächsten Level hole ich mir eine Pi-Eiche. So. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Das war perfekt sogar. Das war perfekt. Ich muss nur zur Schule gehen. Ja, oder das. Oder das. Oh Gott. So, perfekt. Perfekt. Nice. Hab abonniert, Glocke aktiviert und geliked. Danke dir. Vielen Dank.
Der Sound ist sehr gut gelungen, ja. Und das war auch direkt der Weltrekord. Habe ich aber auch erwartet, weil ich habe wirklich viel Zeit hier reingesteckt. Und wenn das nicht der Weltrekord gewesen wäre, dann wäre ich so ein bisschen traurig gewesen. So, ich weiß nicht. Ja komm, ich probier's noch einmal. Oh, die Fuzzis. Ja komm. Kämpfen wir gegen den Fuzzi. Vielleicht kriegen wir noch einen Stern. Glaube ich zwar nicht, aber das passt schon. Und Sir Zocker, jawohl, willkommen. Oh Gott, okay. 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 So. Bis man den Stern kriegt, das dauert eine halbe Ewigkeit. Und, ja, eine Peach-Hat-Krone, okay. Könnte ich vielleicht gebrauchen später. Vielleicht. Bin erst seit 20 Minuten nach Beginn da und schreibe jetzt erst Hallo. Okay. Ja, man kann das halt nicht nachweisen, ob du das wirklich warst, ne? Das kann man nicht nachweisen. Es gibt da durchaus, es gab da auch durchaus schon viele Leute, die da ein bisschen, die das einfach nur so behauptet haben. Und die dann eigentlich gar nicht da waren, ne? Genau. So. Von daher immer am besten direkt Hallo schreiben, wenn ihr da seid. Jawohl. Und jawohl. Oh mein Gott. Das war langsam. Aber egal. Passt. Passt schon. So. Okay. Oh Gott. Hoch mit dir, Peachat. Toadette. Jawohl. So, und tiefgekühlt. Willkommen. Willkommen im Stream. Okay. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sätze von YouTube. Ich will nicht, also wenn du merkst, dass ich auf deine Frage nicht antworte, will ich in dem Moment nicht unbedingt auf diese Frage antworten. Genau. Weil das jetzt ein Thema ist, was hier gerade nicht reinpasst. Jawohl. So. Okay. Okay. Oh Gott. Toadette. Toadette. Sehr gut. Okay. Okay, okay, gut. Gut, 404. Das passt. Sehr schön. Du bist schon aufgetaut. Ja. Also ich bin jetzt wirklich warm. Es war gut, dass ich den zweiten Run gemacht habe. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich habe mir einen extra Wecker gestellt. Für nur um 9.30 Uhr. Nice. Nice. Und jetzt darf hier nichts passieren. Das wäre gut. Error 404. Na gut, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. So, Koopas. Ich hoffe, ihr macht einen guten Job. Als Sprungbrett für Toadette. Okay. Machen wir safe. Machen wir safe. Sehr gut. Darf ich dir noch verschicken? Also du kannst gerne Fragen stellen, aber wenn du merkst, dass ich auf eine Frage nicht antworte, dann am besten nicht tausendmal die gleiche Frage nochmal stellen, weil meistens, also spätestens am zweiten Mal, ist es ein Anzeichen dafür, dass ich die Frage halt nicht in dem Moment beantworten will. Oder vielleicht auch generell nicht beantworten will. Okay. 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 Egal. Egal. So, jetzt haben wir Ludwig Fight. Haben wir jetzt halt hier wieder Nick. Okay, okay. Du bist beim Weltrekord waren dreimal gestorben. Zweimal im Wald und einmal in der Star World. Also ich bin auf jeden Fall schon mal zweimal in Welt 6 gestorben und das ist nicht die Waldwelt. Und dann bin ich noch irgendwo gestorben, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. So. So, Mopsy ist da wieder. Und eventuell nehme ich von dem Mopsy die Pi-Eichel mit. Eventuell. Je nachdem. So, Ludwigs Uhrwerkfestung. Zwei Krapfen. Oh mein Gott. Ich habe jetzt auch Bock auf einen Krapfen.
Oh, jetzt weiß ich nicht. Ja. So, nimm den Pilz. Jetzt muss ich das Level normal spielen. Ohne Eichelpilz. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Voll ungewohnt. So, bisher ist alles in Ordnung. Bisher ist alles chillig. Ja, okay, egal. Oh, die zweite Star... Oh nein, die zweite Starcoin. Die wird kacke. Okay. Okay, sehr gut. Checkpoint nehmen wir mit. Ah, fuck. Egal. So, nehmen wir den auch mit. Oh nein! Nein, aber ich habe den Checkpoint aktiviert, ne? Ich habe ihn aktiviert. Ich habe den Checkpoint aktiviert, Leute. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Los! Los! Ja, ich habe den Checkpoint aktiviert. Starcoin ist auch drin. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. So, nimm nochmal den Pilz. Frage ist, roter Ring, ja, nein. Vielleicht. Ich glaube, der lohnt sich. Weil ich dann Ludwig etwas schneller besiegen kann. Und war das... Oh, das war nice. Das war nice. So. Und drittes Starcoin. Peachat fliegt ganz gemütlich. Und du stirbst, jawohl. Oh mein Gott! Okay, egal. Das war knapp. Das war knapp. Okay. Ja, Mario Maker 2 werde ich spielen und auch aufnehmen. Jawohl, und ein Chemiker. Danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal, willkommen im Stream. Dommys Erzfeind, ja. Aber ich habe den noch nie mit Peachat besiegt. Oh shit. Oh shit. Okay. Okay, das war knapper als mit Toadette. Mit Eichel-Toadette. Komisch. Aber egal. Passt, passt. Hieß Peachats Röckchen fliegt. Ja. Auch wo du Level baust. Level bauen werde ich auch, ja. Kann zwar nicht die besten Level sein, aber es werden ein paar Level gebaut. Und Lars, willkommen. Und Gamer33, willkommen. Und nee, das war noch nicht das Ende von der Welt. Jetzt kommt noch der gute Bowser Jr. Und da kriege ich nochmal eine Eichel. Das ist wichtig zu wissen. Und dann... Dann wird's lustig bei Bowser. Dim, dim. Dim, 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 dim. Dommys Erzfeind. Ja. Bist du noch dran? Ja. Am zweiten Run startet, dann... Ist man noch dran. So, perfekt. Und, oh, das... Wenn man nur B drückt, dann geht der Screen ja, dann geht der Screen ja noch schneller weg. Also ich muss mir das echt antrainieren. Ich glaube, das ist immer... sind immer so 0,3 Sekunden, die ich immer verloren habe, wenn ich da erstmal nach links gedrückt habe. Und das, ne, gibt schon im Any%-Run. Ich denke, im Any%-Run sind das schon auch 3-4 Sekunden, die ich da sparen kann. Jawohl. Lieblingscharakter ist Yoshi. Ich habe auch nur eine Eichel, gibt es noch mehr? Weiß nicht. Hier in dem Spiel auf jeden Fall. Lieblingskuberling. Ah, sagen wir Ludwig. Aber ich habe keinen Lieblingskuberling, nee. Neuer Weltrekord incoming. Zweimal ein Weltrekord in einem Stream. Das wär's doch. Das wär's. So, ich darf jetzt nicht zu sehr auf den Chat gucken. Sonst zerstört mich wieder die Faust oder irgendwas anderes Dummes passiert. Dritter Weltrekord vielleicht auch noch. Nein, 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 nein. Keine drei Runs. Nein, nein, nein. Das nicht, das nicht. Ich stelle später vielleicht den All Castles Weltrekord von Toadette online. Eventuell. So.
Okay. So, perfekt. So, eine Stalker haben wir. Perfekt. Checkpoint aktiviert. Perfekt. Nice. Nice, nice, nice. Und bis gleich, Marki. Jawohl. Jawohl. Ja, und in der Sternwelt bin ich einmal gestorben, klar. Genau. Ja, da im vorletzten Level. Oh, das war. Oh, das war gemein. Der Tod war gemein, aber das bedeutet auch, ich kann sehr viel Zeit gut machen dort. Hier, ich spende gerne mal was. Blubbersch. Blubbersch. Vielen Dank für 2 geile Eier. Vielen, 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 vielen lieben Dank für deine Spende, für deinen Support. Und Herzen gehen raus an Blubbersch. Der Alert, der Sound funktioniert zwar gerade nicht, aber die Herzen gibt es trotzdem. Jawohl. Jawohl. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank für 2 geile Eier. Jawohl. Und Len S, wenn du hier nur trollen willst, dann. Weiß nicht. Dann kannst du auch wieder gehen. Das kannst du mit jemand anderem machen, aber bei mir nicht. Also bitte lass das sein. So, perfekt. Okay, Bowser Jr. Bowser Jr., let's go. 2 Eier für Blue zum Eincremen. Okay, bye bye. Bye bye. Sehr gut. Perfekt. Willst du Mario Maker 2 auch die 100 Mario Herausforderung? Wenn es die überhaupt noch gibt, dann ja. Also ich werde alles spielen in Mario Maker 2. Da gibt's keine Fragen. Also da wird alles kommen. So, Toadette. Let's go und Spin Jumps. Spin Jumps schön machen. Perfekt. 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 Nice. Was? 36.000? Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. So. Okay. Gut, der Vorsprung ist ein bisschen geschrumpft. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, wenn jetzt der Rest gut funktioniert, dann können wir das gut ins Ziel bringen. Why? Oh shit. Ja. Ah, jetzt kommt der Bootskip, das Bootskippchen noch. Oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Oh Gott, was trinkst du da? Das ist Energy Drink. Der mittlerweile auch wieder so ein bisschen abgestanden ist. Also nach der Bowser-Welt werde ich auf jeden Fall einmal kurz auf Toilette gehen wieder, während die Credits laufen und mir nochmal ein bisschen was nachfüllen. Jawohl. Let's go. Hicks! Hicks, haut drauf! Willkommen! Grüner Tod, willkommen zurück! Und willkommen an alle. Ja, 2 Tode waren es bisher. Aber trotzdem bin ich schneller als beim letzten Mal, wo ich auch 2 Tode hatte. Von daher ist das sehr gut. So, und ich hoffe, dass jetzt nichts passiert bei dem Bootskip. Und auch in der Welt davor, oder in dem Level davor. Das wäre gut. Und nicht speichern? Nicht speichern. Boah, das ist ja... Vielleicht ist das sogar noch viel, viel schneller, wenn man da nur den B-Knopf drückt. Oh, das macht einiges aus. Gerade im Any%-Run wird man das dann auch merken. Matze, willkommen. Und ciao, willkommen zurück. So, here I go. Let's go. Let's do this. Gleich noch ein Run. Nein. Aber nach Bowser ist es noch nicht vorbei, ne? Nach Bowser ist es noch nicht vorbei, weil die Spezialwelt, die zählt auch noch zum Run dazu. Auch wenn das ein bisschen nervig ist, weil man die Credits eben sieht. Aber die kann man leider nicht skippen. Okay. Jetzt dachte ich schon, ich kratz ab. Zum Glück nicht und ich nehme mal lieber den Checkpoint mit. Man weiß ja nie, was hier passiert. Für eine Scheiße. Okay.
So. Dann nehme ich die Starcoin jetzt mit oder später? Ich versuche sie jetzt mitzunehmen. Oder ich nehme sie später mit. Ich sammle die später ein. So, perfekt. Okay. Und Florian einmal high reicht. Und solltest du... Oder ist er gerade eben schon negativ aufgefallen, Nico? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Dann... Wenn man es nach einer Warnung nicht kapiert und dann nochmal spammt, muss man mit den Konsequenzen leben. Oh Gott. So, jetzt normaler Exit plus die letzte Starcoin. Keine Pitchats, nein. Die aktuell nicht. Ah, die kommt gleich wahrscheinlich wieder. So, ich darf die letzte Starcoin nicht vergessen. Ganz wichtig. Okay. Das war sehr, das ist sehr komisch, wie ich gerade spiele. So spiele ich normalerweise nicht. Aber von der Geschwindigkeit her ist das eigentlich trotzdem eigentlich ganz gut. So, es fühlt sich nur ein bisschen komisch an. Okay. Und ja, natürlich. Direkt hier drauf. Die Position von dem war auch wirklich kacke. So, oh Gott. Bootskip mit Pichette. Ja, nein, vielleicht. Ah, ich weiß es nicht. Ich mach mal das Secret Level zuerst. Genau. Und Shadow, du... Deine Fragen sind sinnfrei oder sinnlos. Und du musst auch nicht Fragen stellen, du kannst auch einfach den Stream so genießen. Genau. Ich habe das Gefühl, einige stellen einfach Fragen, die auch teilweise keinen Sinn ergeben, um Aufmerksamkeit zu wollen. Und dies braucht's nicht. Und so, ich will mich jetzt aber nicht tausendmal treffen lassen, okay? Peachat oder Toadette oder wie auch immer. So. Oh mein Gott. So. Aber ich krieg noch eine Peachat. Hast du keine Pi-Eichel? Habe ich schon, aber ich will die nicht nutzen. Wenn, außer es ist notwendig. So, hier ist kein Starcoin. Nein. Die kommt noch. Das Level ist blöd. Ja, die Lava-Brocken sind teilweise sehr, sehr, sehr komisch. Alles klar, Luna. Warum schreiben immer... Die Mädchen, die Mädels, die schreiben wirklich immer, wenn sie duschen gehen, ne? Dann wissen die Jungs und die Männer immer Bescheid. Sehr gut. So, Pichats. Ja, die holen wir hier. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht blöd getroffen. So, Konzentration hier. Und vor allem auch die zweite Starcoin. Oh Gott, ich hasse diese Coins. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, leckt mich, ich wusste es. Aber egal, es gibt hier noch eine Peachat. Die hole ich mir. Niklas, willkommen zurück. So, die darf ich dann aber wirklich jetzt nicht verlieren. Zur Not. Ja, zur Not könnte ich noch eine Pi-Eichel raushauen. Aber dann müsste ich müsste ich den Mopsi nochmal holen. Das will ich eigentlich nicht. Okay. Konzentration jetzt. Okay, gut. Das war gut. Oh mein Gott, das war nicht gut. Okay, gut. Passt. Okay. So. Das war ein guter Abschluss. Sehr gut. Oh Gott.
Ah, okay. Perfekt. Perfekt. Fühlen wir jetzt so lange, wie er geht? Genau. Hat gerade abonniert. Let's go, Blue. Jawohl. Blue geht hoffentlich auch mal duschen. Ja, das mache ich auf jeden Fall nach dem Stream. Und, Bootskip mit Peach hat. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Oh Gott. Weiß ich nicht, Tino. Das muss ich dann gucken, wenn es soweit ist. Okay. Oh Gott. Das fühlt sich mit Peach hat so falsch an. So, okay. Oh mein Gott. Okay. Okay. So, perfekt. Und der Cooper soll mich nicht kriegen. Das ist ganz wichtig. Und Pichat, mach keinen Scheiß hier. Okay. Ja, ich glaube, das ist vom Timing her anders. So, von daher mal kurz stehen geblieben. So, okay. Gut, Pichat hat auch noch einen guten Job gemacht. Würde ich mal behaupten. Jawohl. Das hat gepasst. So, nice. Nice, nice, nice. Und Manuel K., willkommen. Und danke, Juli. Und willkommen. Liebe deine Videos, danke. Kommt noch ein Video. Jetzt läuft der Stream erstmal. So. Und. Warm genug. Okay. Warm genug. Ist mir warm genug? Ich weiß nicht. So, dieses Level habe ich auch noch nie mit Peachette wirklich gespielt, glaube ich. Von daher wird das jetzt spannend. Oh mein Gott. Kriege ich den Stern? Wahrscheinlich nicht. Nee, okay. Und das Magazin, danke dir für dein Abo. Und herzlich willkommen in der Blue Crew. Und willkommen auf dem Kanal. Jawohl. So, hier muss ich warten. Und Peachette, bitte beeil dich jetzt. Okay, das sollte reichen. Dieses Starcoin ist auch relativ schwer, wenn man es normal durchspielt. Ich probiere was aus. Ah, fuck. Okay. Dann schrauben wir eben. Ah, okay. Jetzt hat's geklappt. Beim zweiten Mal hat's geklappt. Okay, war aber auch schneller als beim letzten Mal. Also ich mach wieder Zeit gut. Sehr gut. Und jetzt gibt's die Pi-Eichel dann. Pi-Eichel-Action im Aufzug. Ich hoffe, ihr seid bereit. Sehr gut, schaffen wir die 1000 Daumen. Das wäre heftig. Das wäre heftig. So, 403, passt. Let's go. I did it. Schwitzt du bei deinen Speedruns? Nein. Also bei diesen Speedruns hier nicht. Bei Odyssey vielleicht. Aber dann würde ich auch die Heizung runterdrehen nochmal. So, ich habe jetzt noch eine Pi-Eichel. Eine Pi-Eichel habe ich noch. Und ansonsten ein paar andere Items noch. Robswap LP, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf Kanal. Willkommen in der Blue Crew und willkommen im Stream. Und let's go. So, ich gucke jetzt mal auch hier nicht auf den Chat, damit das passt. Oh mein Gott. Okay. So, eins. So, die zweite Starcoin ist free. Und die dritte Starcoin, ja, die ist noch... Die hat noch einiges in sich. So, let's go. So. Da muss man gut fliegen können. Okay. Okay. Sehr gut, das war nice. Kill 41, okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Perfekt. Wie kann ich zur Blue Crew dazugehören? Einfach einen Kanal, kostenlos abonnieren. Und dann bist du Teil der Blue Crew. Sehr gut. Das war gut. Das war gut, Leute. Das war gut. Jetzt noch der Bowser-Kampf. Und dann bin ich gespannt. Und ich hab in der Spezialwelt nochmal einen Timesave von über einer Minute. Voll brutal. Danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Willkommen in der Blue Crew und willkommen im Stream. Let's go. Let's go. Warum wurde mein Abo nicht angezeigt? Das kann sein, weil deine Abos auf privat sind. Oder... Taipei braucht halt noch ein bisschen. 91 fehlen noch. Oh Gott, das ist ja echt nicht mehr viel, ne? Das ist ja echt nicht mehr viel. Oh. So, das war komisch, aber hat gepasst. So. Ich hoffe, Bowser Jr. macht jetzt keinen Speis mit mir. Das wäre ganz nice. Und, okay. Ach, der haut gar nicht die Peachette-Krone raus. Weil da gibt's eine Peachette-Krone, du Arschloch. Dieser blöde Bowser Jr. ist ein Arschloch. Das wird er auch immer bleiben. So, egal. Ich lasse mich davon nicht beirren. So, Frage ist, nehme ich ein Ersatz-Item? Ja, komm. Bei Bowser weiß man nie, was da passiert. Oh Gott, bei mir 46 noch. Bei mir 41 noch. Oh, da müsst ihr immer auf so einem Live-Subscriber-Counter gucken. Also nicht das, was YouTube anzeigt, sondern da gibt es extra Live-Subscriber-Counter, die das tatsächlich in Echtzeit zeigen. 46, Leute? Das ist tatsächlich nicht mehr so viel. Oh mein Gott, heftig. Und Bowser, spring hoch. Spring! Will nicht... Ich will gar nicht so viel von dir. Aber bitte spring. Spring doch einfach in die Luft. Spring! Jetzt hat. Meine Güte. Meine Güte, Bowser Junior. Bowser. Ach, deine Scheiße. Der Zerstörer. Danke dir für dein Abo. Und ja, ich habe den Rekord schon. Ich bin Lee und... Ja, du bist gebannt jetzt. Fakes brauchen wir nicht. Fakes brauchen wir leider hier nicht. Pulsar, seine Mutter, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Und willkommen in der Blue Crew und willkommen im Stream. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. So, ich weiß nicht. Wie ist meine Pace? Ah, wenn der Bowser jetzt perfekt klappt, bin ich, glaube ich, eine Minute im Minus. So ungefähr. Würde ich jetzt mal schätzen. Oder vielleicht sogar mehr. Vielleicht sogar mehr. Habe ich ein Level verpasst? Ich glaube, ich hoffe nicht. So, aber Bowser braucht in der Regel nicht länger als eine Minute, wenn er perfekt ausgeführt ist. Mal schauen. Aber ich hab jetzt keine Eichel. Das heißt, eventuell schnappt sich der Bowser Jr. das Klo. Neil Suell, danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Willkommen in der Blue Crew und willkommen im Stream. Und Tilfonator, auch dir danke ich für dein Abo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Willkommen im Stream und willkommen in der Blue Crew. So, Bowser, komm her! So, sehr gut. Oder? Ja, perfekt. Oh Gott. Okay. Okay, ich habe ihn rausgekickt. Das ist gut. Das war wichtig. La, Keck, willkommen. Okay, das war gut, das war wichtig. So. Und Bowser Junior, geh rein, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Und okay. So, das sollte passen. Wow, okay. Das war sehr knapp. Und nur minus 20? Trotz perfekter Bowser? Okay, egal. Egal. Wir haben jetzt ungefähr einen Timesave von etwa einer Minute in der Sternwelt. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Und anders nicht spammen. Wir sind nicht im Kindergarten. Oh mein Gott. Und der Run ist noch nicht vorbei, Leute. Es kommt noch die Sternwelt.
Und da kann alles passieren. Und hahaha, Namenslo, willkommen. Und ich muss mal meine Brille wieder putzen. Das kann ich also so nebenbei machen. Das kann ich nebenbei machen, während die Credits laufen. So. Sehr gut. Und Endergirl, willkommen. Ja. Komm raus! Lol, das Brillenputztuch. Lin's Magic World, willkommen. Willkommen im Stream. Oder muss ich noch was drücken? Ich glaube, ich muss nichts mehr drücken, nee. Die Credits laufen jetzt und nachdem die Credits durchgelaufen sind, gibt's die Sternenwelt. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und da bin ich gespannt. Aber ich hab jetzt theoretisch eine Pi-Eiche weniger. Aber man kann dieses eine Level auch ganz gut mit einer normalen Eiche machen. Daher, mal gucken. Mal schauen. Oh mein Gott. Das sehe ich jetzt nochmal hier. Okay. Okay, gut. Danke, Nico. Sieht total anders aus. Ohne Brille. Ja. Also ich habe sehr, sehr große. Wie nennt man das? Augenringe. Aber mit der Brille fällt das eigentlich kaum auf. Siehst du was ohne Brille? Ne, kaum. Also sehr wenig. Wer war das eben in der Facecam? Frag ich mich auch. Bin back. Willkommen zurück. Warum trinke ich das Abgestandene eigentlich aus? So. Und ich bin jetzt gleich mal eine Minute weg oder so. Und dann gibt's die Sternenwelt noch. Und dann bin ich gespannt, ob wir den Weltrekord nochmal brechen. Jawohl! Kannst du deinen Weltrekord in dem Run brechen? Das kann ich, ja. Das ist möglich. Siehst du ja auch. Und genau. Sollte noch jemand neu auf dem Kanal sein, das kann sein, dann könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Würde mich freuen. Dann seid ihr Teil der Blue Crew. Und hier gibt es viel Speedrun-Stuff. Mario Maker-Stuff. Auch dann zu Mario Maker 2. Andere Nintendo-Games. Und andere Nintendo-Stuff. Und Juli 5000, da wirst du ja angezeigt. Herzlich willkommen auf dem Stream. Willkommen auf dem Kanal. Und willkommen in der Blue Crew. Jawohl. Und ich bin jetzt mal eine Minute weg. Die Credits, die laufen. Aber der Run ist noch nicht vorbei. Und dann sehen wir uns gleich wieder in einer Minute ungefähr. Bis gleich. Let's do this. Und ich sehe Zeus Games. Danke dir für dein Abo. Blubbert in der Nase. Ach was. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So. Sehr gut. Da bin ich wieder. Sehr gut. Let's go. Leider kann man die Credits nicht skimmen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja, Cosplayer, das ist mir egal. Aber generell ist es nicht so geil, das hier in den Chat zu schreiben. Aber in dem Moment, aber ja, heute ist es in Ordnung. Aber normalerweise ist das nicht so geil. Aber trotzdem hast du einen kleinen Timeout heute jetzt bekommen. In 300 Sekunden darfst du wieder schreiben. Hände gewaschen, ja. Das haben wir gemacht.
Kannst du mal einen Multiplayer in Speedrun machen? Wenn Eo die Hände hat, dann vielleicht. Dann vielleicht. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Kannst du Toilette stören lassen? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Aber ich kann Toad stören lassen. Der gibt sicherlich auch ein paar Geräusche von sich aus. Ja. Oh Gott. Er hat welche, aber längst nicht so heftig, wie er immer sagt. Diese Augenringe hat fast jeder. Alles klar, Evchen. Ich weiß, Nico. So, Quelle sind rum. Und danke, Nico, fürs dabei sein. Und fürs Helfen. Vielen, vielen Dank. Und Vio natürlich auch. Und jetzt ist die Frage. Nehme ich mir jetzt die Pi-Eiche vom Mopsy? Ich denke nicht. Ich denke, ich nehme nicht die Pi-Eiche vom Mopsy. Jawohl. YouTube hat mich nicht mehrmals deabonniert. Ja, das ist ein YouTube-Bug, der bei mir besonders auffällig ist. Und da werden Abos einfach gelöscht, obwohl ihr vielleicht noch aktiv seid. Und ja, das ist halt richtig kacke. Deswegen immer mal wieder kontrollieren, ob ihr mich noch abonniert habt. So, perfekt. 20 Minuten noch. Ja, also das wird nicht einfach hier. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich habe einen Timesave von etwa einer Minute, schätze ich. Und ich mache mal das Level zuerst. Oh yeah. 20 Minuten noch. Das ist echt nicht mehr viel. Und ich hätte mir die Feuerblume gönnen sollen. Eine Eisblume? Ich glaube nicht, dass die gut ist. Aber egal. Und, oh, ich habe hier noch einen Timesave. Weil ich weiß, beim letzten Mal bin ich hier bei einer Schnapszahl ins Ziel gekommen, ne? Wenn ich jetzt darauf achte, dass das nicht passiert, dann habe ich da auch nochmal einen Timesave von etwa 15 Sekunden. Okay. So. Also eigentlich beste Voraussetzungen, um nochmal einen Rekord hier aufzustellen. Gleichzeitig bin ich aufgewärmt. Aber in diesem Spiel kann alles passieren. So. Jetzt haben wir die Feuerblume. Und willkommen zurück, Miu. Jawohl. So, das freut sich. Okay. Darkman 2. Kein Problem. So, hier bloß nicht runterfallen irgendwo. Aber im Prinzip sollte da nichts passieren. Und das ist kacke. Das war gerade kacke. Okay, egal. Peachette. Peachette. Brauche ich. Ich nehme Peachette mit. Nehme Peachette mit als Lebensversicherung. Okay. Okay. So, die brauche ich. Sehr gut. So, jetzt nicht bei 2,55 ins Ziel. Das hat oberste Priorität. Okay. So, und ich glaube, ich gleite hier noch ein bisschen. Ja, okay. Gut. Perfekt. Nice. Noch ein Run heute. Was läuft bei dir? Bei mir läuft nicht, bei mir rennt. Oh Gott. So. Und jetzt weiß ich. Jetzt kann ich eigentlich das Level hier nehmen. Genau, mach mal das. Rasen wir das Level ab mit Peachette. Das passt eigentlich ganz gut. So, und jetzt Peachette, du schaffst das. Ich glaube an dich, Peachette, dass du hier schnell durchkommst. Fuck, egal. Egal. So, bis hierhin. Das ist das Wichtige. So, und tschüss, Peachette. Hallo, Toadette. Dum, 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 dum. Nice.
Bis dir die Augen rausfallen. Das freut mich zu hören. Das ist krass. Und... Oh, ich nehme nicht den Pilz. Warum nehme ich nicht den Pilz? Egal. Ich habe das einmal geübt. Und... Okay. Ich wurde nicht bestraft dafür. Das ist gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber ich wurde nicht bestraft. Ich wurde nicht bestraft, Leute. Ach du heilige Scheiße. Was mache ich hier für Sachen? Und ich hätte ins Ziel springen können. Egal. Uff, uff. Samtendo, willkommen. Willkommen im Stream. Hab NSMBU Deluxe und die Nintendo Switch gekauft. Nice. Nice, nice, nice. Jetzt ist die Frage. Wo nutze ich meine Pier-Eichel? Ich würde sie eigentlich schon hier gerne nutzen. Aber, nee. Die Lakitos, das machen wir normal. So, wir machen das so. Und ich hätte noch eine Eichel gehabt sogar. Okay, egal. Passt. YouTuber, willkommen. Willkommen im Stream. So, let's go. Let's go. Und Vollmilch, Sohn. Danke dir für dein Abo und herzlich willkommen auf Kanal. Willkommen in der Blüku. Und willkommen im Stream. Jawohl. So, perfekt. Wo ist der erste Sarkon hier? Okay. Hier kann ich auch noch ein bisschen Zeit sparen, weil letztes Mal bin ich hier durchgebrochen. Das weiß ich. Und jetzt breche ich hier nicht durch. Nee. So, perfekt. So, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und Samu, willkommen. Willkommen im Stream. Das sieht sehr gut aus. Jawohl. Nice. 329. Okay. Warum brauchst du eine... Man darf nicht mit einer Schnapszahl ins Ziel kommen, weil sonst kommt ein Feuerwerk und der Toad beschenkt dich. Und das kostet extrem viel Zeit und das sollte man, wenn möglich, vermeiden. Und Unique, willkommen. Willkommen im Stream. Und... Oh shit, ich wollte eigentlich das andere Level vorher machen, ne? Oh, weil da wäre ich zu Feuerblumen-toadet. Na gut, dann... verschiebe ich das. Genau, ich mache jetzt die zwei Level hier. Und, ups, okay, egal. Falsche Richtung. So. So, oh mein Gott. Wäre fast gegen die Kante gestoßen da oben und wäre dann runtergekracht. Das wäre nicht gut gewesen. Nope. Aber zum Glück ist nichts passiert. Aber das war super, super knapp. Ich muss jetzt was essen. Alles klar. Bis später. Weil der Stream geht nicht mehr lange. Oh Gott! Okay, perfekt. Perfekt. Dennis ist im Bett, kann also endlich wieder kommentieren. Nice. Dann willkommen zurück. Und eine Starcoin fehlt noch. Okay. Alles klar. Ich bin tot. Oder ich. Oh, 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 oh. Ich lebe noch. Ach, du heilige Scheiße. Puh, gut, dass ich nicht direkt aufgegeben habe. Ah! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ultra knapp. Das war richtig, richtig knapp, Leute. Hast du den Weltrekord noch? Ja. Das ist mein Weltrekord hier. Er lebt. Der Blue lebt. Ja. Das ist geil. Das nächste Level ist das Sumpflevel, ne? Ja, genau. Das machen wir auch noch mit. Mit in der Form. Okay. Boah, ich dachte jetzt wirklich, ich bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich bin fertig. So. Any Percent, nein. Die Any Percent Runs, die mache ich in extra Streams. Und wir haben heute lange genug gestreamt. Wo
Wobei ich, also ich sagen muss, es reizt mich jetzt schon noch, vielleicht auf die 36.000 zu kommen. Es reizt mich vielleicht schon noch. So. Oh mein Gott. Perfekt. So. Nein, Blue, nein. Oh, aber die Leute, die gehen müssen, die können ja gerne gehen. Das ist ja kein Problem. Ich will niemanden von irgendwas abhalten. Aber das wäre schon geil. Und wenn nicht, dann haben wir die 36.000 halt morgen, also, oder übermorgen. Ja, das ist prinzipiell egal. Sind nur noch 70? Ne, irgendeiner hat geschrieben vor 20 Minuten, dass es nur 40 sind. Aber ich müsste da selbst mal nachgucken, wie es bei mir aussieht. Aber egal. Das soll jetzt nicht Thema sein. Und, ja komm. Mach mal das. Und dann haben wir hier zwei Chancen mit dem Eichelpilz. Let's go. Dieses Dreckslevel. Das ist gemein. Und ich brauche diesen Lakito gleich. Oh. Oh, das graust mir jetzt schon wieder. Diese Lakito. Oh Gott. Ich hoffe, der Lakito ist nett zu mir. Oh mein Gott. So. Dum. Okay. Ach, die gehen sogar komplett mit. Ich dachte, die tauschen sich aus. Aber nein. Okay. Leck mich. Okay. Oh. Stampfattacke. Ja, das habe ich mir gerade überlegt. Ist eine Stampfattacke nicht vielleicht sinnvoll? Und sie war sinnvoll. Oh mein Gott. Sehr gut. Sehr gut. Wenn jetzt nichts absolut Dummes passiert, dann... dann wird das eine sehr, sehr geile Zeit. Oh mein Gott. Sehr gut. Und jetzt das Feuerlevel. Jetzt das Feuerlevel und... soll ich mir nochmal eine Eichel gönnen hier? Ja, machen wir. Okay, let's go. Angela, willkommen. Bin leicht zu spät. Ein bisschen. So, perfekt. Und fürs letzte Level hätten wir theoretisch noch Peachette, aber die brauchen wir da nicht. Sehr gut. Es sind 70 fehlen, ne? Ja gut, 70, das kriegen wir nicht mehr hin. Das ist zu viel. Wenn es jetzt 40 gewesen wären, dann wäre das heute möglich gewesen, aber 70, nee. Nee. Aber ist auch egal. Oh Gott. So. Perfekt. Ja. So, die Eiche möchte ich möglichst lange behalten. Weltrekord. Ja. Sieht gut aus. Aber es kann immer noch alles passieren. Es kann immer noch irgendwas total Dummes passieren. Aber ich denke nicht. So, wenn ich jetzt hier nicht sterbe oder so, oder wenn der Fisch mich im nächsten Level nicht kriegt, was eigentlich nicht passieren sollte, dann sollte ich's haben. So, das sind die Struts. Oh Gott! Oh Gott, nein! Okay. Ich bin immer noch Toadette. Sehr gut, ich bin immer noch Toadette. Nice. Nicer Scheiß. So, perfekt. Nice, das war gut. 50 Eier für den dritten Run. Nee. So langsam habe ich auch Hunger. Oh Gott. Da kriege ich keinen 4-Stunden-Run mehr hin. Weil mittlerweile sind es ja keine 4 Stunden mehr, ne? Perfekt. Jetzt nur noch das Fischlevel. Und dann noch das letzte. Oh mein Gott. Bin wieder da. Mitsu, willkommen. Willkommen im Stream. Okay, 2 Level noch, Leute. Und die Level gehen eigentlich relativ schnell. Du kommst Krapfen von mir. Ein vorgekauten. Oh Gott, nee, nicht vorgekaut. Also so ein normaler Krapfen, okay, aber kein vorgekauten.
So. Okay. Konzentration nochmal. Zum Schluss. Okay. Perfekt. So, muss sie. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Das ist eigentlich gar nicht gut. Naja. Sollte aber trotzdem passen. Sollte trotzdem passen. Wenn ich jetzt nicht getroffen werde. So, und hier muss ich mich treffen lassen. Oh Gott, das war sehr früh. Okay. Rein mit dir. Oh mein Gott. Perfekt. Hunger, ein Problem des Streamers. Ja. Okay, das war ein sehr gutes Fischlevel. Jawohl. Animal Crossing werde ich mir holen, ja. Sehr nice. Ein Level noch. So. Denkst du, du schaffst das? Ich hoffe doch. Ich denke schon, ja. So, ich nehme jetzt das erste Item, was im Inventar ist. Und dann muss ich mir sogar eine Peachette gönnen. Na komm, gönnen wir uns eine Peachette. Könnte uns eventuell ganz am Ende nochmal eine Sekunde wieder sparen. Mizo, go blue, jawohl. So, jetzt muss schon einiges passieren. Okay. Damit das kein Rekord mehr wird. So, Peachette. Lande schön auf den Goombas. Und erfülle mich mit Stolz. Jawohl. So. Oh mein Gott. Okay, das sollte so passen. Oh mein Gott. Okay, gut. Alles klar. So, der Panzer braucht recht lange. Ah, egal. Okay. Ja. Und mit der 34 rein. Oh, das ist ein perfektes Ende. Das ist ein perfektes Ende, Leute. Und oh mein Gott. Okay. Noch ist der Timer nicht da. Noch stoppt der Timer nicht. Erst wenn die zweite Meldung kommt. Erst wenn die zweite Meldung kommt. Und das ist krass. Könnte eng werden. Nichts wird hier eng. So, bei der nächsten Nachricht. Wenn ich die weggedrückt habe, dann passt's. Ja. Perfekt. 3,41,58. Leute. Krass. So, und ihr genießt die Sternmusik. Nice. Nochmal zwei Minuten schneller, Leute. Krass. Krasser Shit. Jesse ist auch am Start. Hi. Hast du dich versteckt? Ja, hier ist auch Jesse. Jesse ist überall. Good game. Das war nice. Und noch ein Weltrekord. Ja. Weltrekorde am laufenden Band. Nice. Coole Sache. GG. Danke. Glückwunsch mal zwei. Ja, das ist der X2-Bonus. Und ich habe mich nochmal selbst geschlagen. Und das um eine... Ja, schon krasse Zeit, ne? Zwei Weltrekorde an einem Tag. Ja. Good game. Das ist geil. Ja, der offizielle Weltrekord habe ich auch. Also das ist ja der offizielle Weltrekord. Ich muss ihn jetzt nur noch eintragen. Und das werde ich wahrscheinlich morgen tun. Ich werde mir wahrscheinlich das gesamte Video downloaden und dann den Weltrekord-Run, den werde ich dann online stellen. Jawohl. Und als extra Video. Oh Gott. Obwohl ich nicht so ein Fan bin von 4-Stunden-Videos, aber in dem Fall ist das in Ordnung. Daher. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, ne? Könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Hier gibt es viel Speedrun-Stuff und viel anderen Stuff. Und danke für Daumen hoch. Und Mario Maker 2, Mario Maker 1 Content gibt's hier. Alles Mögliche. Und ja, wird geil. Und ich denke mal, ich werde das Video irgendwann abrupt beenden.